mich total, Sie hier zu sehen. Leipzig ist ja voller Lesungen. Ich war heute Vormittag auch in den Messehallen und war schier geflutet von Eindrücken, vor allen Dingen von Manga-Menschen in bunten Kostümen, die mich abgelenkt haben. Aber es ist wirklich beeindruckend. Und umso mehr freue ich mich, dass Sie hier sind und diesem doch etwas exotischen Thema lauschen wollen. Ja, wie bin ich da vor ein paar Jahren drauf gekommen? Ich lese tatsächlich nicht so gerne Fachbücher, außer die vom Mediatoren-Shop, die super gut zusammengestellt sind und immer das Neueste an Literatur für die Mediatoren bereithält, also dieser Shop. Ansonsten finde ich, es ist immer sehr viel, was sich wiederholt. Und also bin ich im Urlaub vor allen Dingen gehe ich meiner alten Leidenschaft nach, Literatur zu lesen. Und das tue ich auch. Und plötzlich habe ich gedacht, ich halte das nicht mehr aus. Und ich kann sagen, das Erste, was ich gelesen habe und wo ich dann beim Nachsinnen drauf gekommen bin, Kuso, Lutz Seiler, hat ja einen Preis bekommen, auch den Buchhandelspreis vor 2 Jahren. Und dann fand ich das wahnsinnig gewalttätig, so als Unterströmung. Und dann hat es mich gerissen, also diese Leidenschaft, einerseits Literatur zu lesen und andererseits bin ich ja dann doch seit 20 Jahren Mediatorin, dachte ich, das kann ich irgendwie nicht aushalten. Ich mische mich da jetzt ein. Und das war dann eher, wie das so ist, im Gespräch, abends beim Wein. Und dann plötzlich dachte ich, ja genau, das schreibe ich jetzt auch mal. Und was gibt es für moderne Formen, sowas zu schreiben, ist ein Blog. Und also habe ich dann vor 2,5 Jahren meinen Blog begonnen. Und der Plan ist, weil ich davon ausgehe, dass auch nicht alle Kruso gelesen haben und auch nicht alle Sibylle Berg gelesen haben. Ich frage das aber mal, wer hat denn Kruso gelesen? Einer, zwei. Und wer hat Sibylle Berg gelesen? Ah, doch auch ein paar mehr. Ja, ich habe einfach gedacht, dass ich, so wie das in dem Blog auch ist, es gibt eine kurze Zusammenfassung und dann mische ich mich als Mediatorin ein. Mir ist klar für alle Literaturbegeisterten, dass Literatur, gute Literatur auch von Konflikten lebt. Also kann man ja zu Recht sagen, wozu mischt sie sich ein? Das ist alles Papier, was soll das? Aber durchaus ist es gerade bei Kruso so, dass dieser Konflikt nicht so gewalttätig hätte ausgehen müssen aus meiner Sicht. Und ja, und wenn Sie diesem Gedanken folgen wollen, dann können Sie das gleich mal hören. Also der eine Hintergrund ist, dass ich finde, Dinge müssen nicht so gewalttätig weitergehen. Und der andere ist natürlich eher aus meiner Profession als Mediatorin geboren, dass ich finde, die Mediation an sich ist noch nicht genügend als Idee und als Tätigkeit verankert in der Gesellschaft. Und wenn Sie hier, viele werden als Mediatoren hier sein, dann wissen Sie auch, es gibt immer noch Leute, die Meditation hören und Mediation gar nicht wissen, was das ist und irgendwie auch damit in Zusammenhang bringen. Also man sollte ja wirklich denken, nach 20 Jahren wäre das irgendwie kein Problem mehr, aber es ist ein Problem und deswegen denke ich, wir haben uns gerade unterhalten, was gibt es eigentlich für Kultur, also in den Kulturen für Figuren, die den Mediator einführen. Dann ist es Paul Kemp, meine Serie im ORF oder eine amerikanische Serie. Aber es sind doch wenige Figuren in der Literatur und Kunst bekannt, die den Mediator einführen. Und deswegen auch habe ich gedacht, so jetzt aber bringe ich diese beiden Leidenschaften von mir zusammen und blogge also über den Mediator oder die Mediatorin oder das Mediatorenteam, was sich einfach mal in Literatur einmischt. Ja, so viel zur Vorrede. Was ich mir gedacht habe, ist, dass ich es gibt immer eine kurze Zusammenfassung über das Buch, dann schalte ich mich ein und sage auch, an welcher Stelle ich mich da eingeschaltet habe. Dann lese ich das vor und es sind unterschiedlich lange Teile. Und ich habe jetzt, weil ich 3 vorlesen will, gerne, dass wir direkt danach kurz reden. Also Bernhard hilft mir beim Zeitmanagement, dass es nicht ausufert. Also ich würde gerne beginnen mit Kruso und Lutz Seiler, dann Sibylle Berg und dann zum Schluss das, wie gesagt, noch frische und doch alte von Ostrowski. Ja, also so ist der Plan. Genau, die Figuren. Genau, du solltest mich daran erinnern, weil ich nicht weiß, wer ist von Ihnen kein Mediator und Mediatorin? Ein paar, deswegen habe ich gedacht, es ist ganz schlau auch immer, wir machen das in den Seminaren ja auch, eine kleine Illustration bei etwas, was sich doch mehr in der Fantasie abspielt. Und deswegen sind die Streitparteien hier blau und rot, 1 oder 2 Mediatoren so in Holz und dann gibt es auch Figuren, die die Mediation initiieren
und die bleiben dann im Hintergrund und das werde ich dann immer benennen. Und mindestens am Anfang des Blogs sage ich dann, wer wer ist, sodass sie auch die ganze Zeit sich das vorstellen können, was sonst vielleicht nur in der Fantasie stattfindet. Ja, also Crusoe, Lutz Seiler, 2014 den Buchhandelspreis bekommen. Es gibt wahnsinnig viele Debatten über dieses Buch, ob es den Preis verdient hat. Die will ich jetzt hier nicht führen. Das Buch spielt im Sommer 89, im letzten Jahr der DDR. Und der Ort ist die Betriebsferienstätte zum Klausner im Kloster auf Hiddensee. Da waren ja auch schon viele, auch nach der Wende. Und wer streitet sich? Es streiten sich der Erzähler Edgar Bendler, ein Literaturstudent, lange Haare, Thälmann-Jacke, trauert um seine verstorbene Geliebte. Das ist die Hauptfigur in Crusoe. Und mit wem streitet er sich? Also sagen wir mal, das ist Ed Bendler und er streitet sich mit dem René Salzlach, dem Eisverkäufer, einem Kollegen. Wer ist René Salzlach? Das ist eine Nebenfigur in dem Roman. Der ist liiert mit der Tochter dieses Klausner-Chefs, der unsichtbaren Monika, und er hat angeblich ein Gesicht wie Rilke. Dann haben sich vielleicht alle, können sich jetzt was vorstellen. Was ist die Situation? Zitat, wir sind alle auf irgendeine Weise Schiffsbrüchige, so der Name für die Aussteiger, die auf Hiddensee Zuflucht vor dem System suchen und eine Flucht über die Ostsee erwägen. Beide Personen sind in einer Gaststätte am Meer angestellt und jeden Tag im starken Stress, weil zur Mittagszeit viele Tagesgäste den Klausner auch suchen. Man muss dazu sagen, dass zu DDR-Zeiten man im Klausner nicht übernachten konnte. Es ist kein Hotel gewesen und sowieso waren Übernachtungen nicht erlaubt. Also man durfte da nur hin, einmal übersetzen, ein bisschen rumlaufen, die Insel ist ja nicht groß, und wieder zurück. Ed, die Hauptfigur, ist neu in diesem Restaurant und wurde gerade probeweise vom Klausner-Direktor Krombacher aufgenommen und kurz eingewiesen. Er versteht die informellen Regeln noch nicht, außer Crusoe, der Person, die dem Roman den Namen gegeben hat, sind alle Personal im Klausner, und dieser Crusoe ist die gute Seele dieser Gesellschaft, also außer Crusoe schweigen Ed alle an, als Neuling. Und jetzt kommt der erste Vorfall. René, also sein Kollege, zerrt Ed aus der Gaststube, von hinten am Hemd gepackt, weil er den falschen Weg zur Toilette benutzt. Daraufhin notiert Ed in seinem Tagebuch, dass er sich vorsehen will vor René. Ed resümiert den Vorfall als eigenes Verschulden. Zitat, offensichtlich war die Gästetoilette während der Öffnungszeiten tabu. Vor allen Gästen so brutal zurechtgewiesen worden zu sein, kränkt ihn. Und das Missverständnis kränkt ihn auch. Er wollte alles richtig machen, dem Eindruck vorbeugen, er stehle sich während der Arbeitszeit auf sein Zimmer, wenn er die Diensttoilette auf der Rückseite benutze. Rüde auch der Ton, mit dem René ihn zurechtweist, er solle doch, Zitat, in das verdammte Meer zum Scheißen gehen. Das war der erste Vorfall, dann der zweite. Ed wird in der Runde der literaturbegeisterten SKs, das steht für Saisonkräfte und sich selbst verfassende Schriftsteller, des Klausners aufgenommen. Am Personaltisch werden ihm alle mit Spitz und richtigem Namen vom Krombacher, dem Gaststättenleiter, vorgestellt. René wird ihm zum Schluss als Schwiegersohn präsentiert. Währenddessen wendet sich René so angewidert ab, dass Ed ihm nicht mehr ins Gesicht gucken mag. Im Folgenden wird deutlich, dass René Ed ablehnt. Warum das so ist, bleibt im Roman offen. Und hier mische ich mich ein. Wir stellen uns vor, dass Krombacher als Direktor um den sozialen Frieden, also das wäre quasi die Figur, die die Mediation jetzt initiiert, der möchte den sozialen Frieden und den reibungslosen Ablauf in der Gaststätte erhalten, und der nimmt diese sich abzeichnende Verschärfung wahr und bestellt einen Mediator aus der Nachbarschaft des Ärztehauses, der gleich neben der Inselärztin sein Büro hat. Und jetzt meine Fußnote zur DDR. Zu DDR-Zeiten gab es natürlich keine Mediation, aber die sogenannten Konfliktkommissionen, die einberufen wurden, wenn jemand in Konflikt mit dem Betrieb oder der Nachbarschaft geriet. Man kann sich das vorstellen, also für Wessis jetzt, als Schiedskommissionen, die den Konflikt außergerichtlich klären. Die Idee ging sogar zurück auf Lenin, wir müssen selbst Richter sein. Die Bürger müssen in ihrer Gesamtheit am Gerichtswesen und an der Verwaltung des Landes teilnehmen. Also so viel zum historischen Background. Also wir können uns vorstellen, es gab keinen Mediator, aber sowas Ähnliches hat es gegeben, wenn auch in einem anderen System. Also es tritt der Mediator M auf.
René und Ed sitzen vor ihm, den Kopf gesenkt, an einem abseits gelegenen Tisch nach Dienstschluss. M spricht. Der Krombacher hat mich bestellt. Ich soll schauen, ob ich euch unterstützen kann bei der Konfliktklärung. Er macht sich Sorgen um die Stimmung in der Besatzung. Was ist los? Ed, ich fühle mich von Anfang an schlecht behandelt von ihm. Nach einer Weile haben mich alle aufgenommen und akzeptiert. Nur René hat mich behandelt wie ein Hund. Wie Crusos Hund, so nannte er mich und mich brutal auf Regeln hingewiesen, die ich noch gar nicht kennen konnte. Wohin ich zur Toilette zu gehen habe, wenn Gäste da sind. René, du bist nicht der Erste, der hier meint, irgendwelche Rechte zu haben. Vielleicht hättest du mal fragen sollen, wie es hier läuft und nicht nur wie ein Sklave hinter Crusoe herrennen, als ob der hier das Sagen hätte. Mediator, was meinen Sie mit, er ist hier nicht der Erste? René, na, vor ihm war der Speiche da, den ich auch nicht leiden konnte mit seiner Unzuverlässigkeit. Eines Tages war er verschwunden und wir mussten wieder jemanden einarbeiten. Die Abwäscher sind einfach die unzuverlässigsten. Und dann dieses nervige Genau, was der, deutet auf Ed, dauernd antwortet. Mediator, Ed hat sie an seinen Vorgänger erinnert und sie haben vermutet, dass er sich genauso verhält wie dieser und eines Tages verschwindet. Und deswegen haben sie ihn frühzeitig beobachtet und ihn auf seine Fehler hingewiesen? René, genau. Mediator wendet sich Ed zu. Sie hören, was René sagt. Was wissen Sie über Ihren Vorgänger? Ed, nicht viel. Ich habe ihn auf einem Foto gesehen. Ich sitze auf seinem Platz und habe seine Brille ausprobiert, weil ich ein Paket mit seinen Sachen in meinem Zimmer gefunden habe. Ich weiß auch nur, dass er verschwunden ist. Also mir ist Zuverlässigkeit wichtig. Ich fühle mich von René ungerecht behandelt. Auch, dass er mich Hündchen und Tündchen nennt, als ob ich was mit Crusoe hätte. Er hat Monika und ich soll allein bleiben. Crusoe ist mein Freund und fertig. Mediator. Ich höre, dass Sie beide eine anstrengende Arbeit im Klausner machen und den Alltag nicht gern allein durchstehen. Ed und René nicken. Mediator, wie können Sie es schaffen, sich weniger zu stören und mehr aus dem Weg zu gehen? Ed, ich würde ja gern alles richtig machen, wenn ich es nur wüsste. Außer Crusoe erklärt mir ja niemand was. Er soll mir ein für alle Mal sagen, welche Regeln es hier gibt und dann versuche ich es. Das ist mein Angebot. René, die Liste ist aber lang. Mediator, na dann fangen Sie mal an, ich notiere. René, er soll sich zwischendurch mal unter den Armen waschen und nicht mit fettigem Abwaschwasser. Er soll die Diensttoilette benutzen. Er soll nicht mehr genau antworten, wenn man was zu ihm sagt. Er soll Krombacher, Carvalho oder mich fragen und nicht nur Crusoe, wie das hier läuft. Ed unterbrechen. Dann lässt du mich aber auch in Ruhe meinen Abwasch und die Vergabe machen. René, das interessiert mich sowieso nicht, euer Geheimbundgetue. Mediator, Sie sind nicht Teil der Aktivitäten um die Versorgung der Aussteiger hier auf der Insel? René, nein, das interessiert mich nicht. Das ist Crusos Weltrettungskram. Ach, und ehe ich's vergesse, Monika ist meine Freundin und du brauchst dich gar nicht an ihr Zimmer in der Nacht heranzuschleichen. Mediator zu Ed, wie stehen Sie zum Vorschlag von René? Ed, ich habe auch eine Geliebte und interessiere mich nicht für Monika. Ich glaube eher, dass er eifersüchtig auf meine Freundschaft mit Crusoe ist. Mediator zu René gewandt. Wie sehen Sie diese Freundschaft? René, seit Ed da ist, macht Crusoe noch mehr Wind um diese ganze Vergabesache mit den Obdachlosen. Das ist doch alles Quatsch. Bald sind alle weg, abgehauen. Ich hoffe, das ist hier wirklich vertraulich. Mediator, ja, dieses Gespräch ist vertraulich. Das heißt, die Freundschaft zwischen Ed und Crusoe ist ihnen egal, aber deren gemeinsame Aktivitäten stören sie? René, ja, Crusoe missioniert hier alle mitzumachen. Das kann jetzt mal aufhören. Ist doch eh alles umsonst. Mediator, Crusoe ist jetzt nicht anwesend. Mit ihm können wir also nichts regeln. Was brauchen Sie, um die beiden gewähren zu lassen? René, ich möchte aus allem rausgehalten werden. Ed, meinetwegen, das kann ich Crusoe auch sagen, ich weiß aber nicht, wie er dazu steht. Der Mediator, können wir das jetzt so erstmal festhalten? Wir treffen uns in einer Woche nochmal, um zu gucken, ob sich die Vereinbarung bewährt und was Crusoe sagt, zum Wunsch von René in Ruhe gelassen zu werden, mit allen Aktivitäten um die Vergabe und Versorgung der Hilfsbedürftigen herum. Beide einverstanden. Ed, in einer Woche gleiche Stelle. René, na gut, alle ab.
Was dann weiter im Roman passiert, also das hat nicht stattgefunden, ist ja klar. Im Roman gab es keine Mediation. Durch den Ausruf Eds, das dumme Schwein, der vielleicht die Suppenkelle meinte, die er schon einmal als Feind erlebte, fühlte sich René angesprochen und verprügelte Ed, um ihn dann zum Hafenbecken zu stoßen und dort mit einem Stock unter Wasser zu halten. Ed erlitt einen Nasenbeinbruch und einen Augenhöhlenriss. Er wäre ohne die Rettung durch Freunde im Hafenbecken ertrunken. René verschwand nach dieser Eskalation und wurde später tot aus dem Wasser geborgen. Es bleibt im Roman unklar, wer Ed gerettet hat und wie René gestorben ist. Es wird vom Hygieneoffizier Rebhuhn eine Flucht über die Ostsee angedeutet. Auf jeden Fall ist diese schwere Gewalttat dramaturgisch wichtig für den Roman und gehört mit zum Zerfall der Umgangsformen, die zeitgleich mit dem Exodus der DDR verläuft. So viel zum Roman. Und vielleicht noch, ich weiß nicht, ob das deutlich genug geworden ist für die, die den Roman nicht kennen, diese Versorgung der sogenannten Obdachlosen ist im Roman sehr ein riesiges Thema, weil da ganz viele Leute, die zu Besuch eigentlich nur kommen dürfen, nicht wieder zurück aufs Festland, die verstecken sich da. Und die Saisonkräfte im Klausner haben halt beschlossen, die irgendwie aufzunehmen, in ihren Zimmern zu verstecken, im Wald zu versorgen, damit die dann irgendwann fliehen können. Ja, und der Roman hat natürlich auch deswegen Furore gemacht, weil ganz am Ende dann deutlich wird, die versuchen, glaube ich, nach Dänemark zu schwimmen und viele sind ertrunken und von der dänischen Polizei ist das alles aufgenommen worden und auch dokumentiert worden. Also das, was sie dann noch gefunden haben. Ja, soweit. Erstmal zu Crusoe. Ja, vielen Dank. Ich glaube, hier nochmal so eure Gedanken, Fragen, nochmal für eine Runde einfach auf. Das ist auch so mit dem Kopf gegangen. Manche kannten ja. Genau. Das wird die Erinnerung haben, über Ulrike zumindest. Ja. Warum? Warum das auch? Also, ja, ich greife früh ein, weil das eigentlich die letzte Gelegenheit vor diesem, also der eine ist ja quasi gestorben nach dieser Eskalation im Hafenbecken und ich halte das aber für einen Mord, wer ihn auch immer umgebracht hat, er ist ertrunken auf der Flucht. Auf jeden Fall glaube ich, dass die beiden sich nicht vertragen haben und dass dieses sich irgendwie in dieser sowieso angespannten und gestressten Situation sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen wegen, ja, der eine geht auf die Diensttoilette und der andere verhält sich irgendwie als Neuer nicht so, wie man das erwartet hat oder ist der x-te Neue. Also diesen Nerv in dieser Situation konnte ich gut nachvollziehen und ich finde, es hätte absolut nicht zu gar keiner einzigen Gewalttat kommen müssen, wenn sich irgendjemand dafür interessiert hätte, dass die sich verstehen. Also ich glaube, es gibt dieses Würgen unter Wasser, das passiert halt relativ bald danach. Deswegen habe ich mich an der Stelle eingemischt. Und die Eskalation mit dem Beschimpfen, das dumme Schwein, also das ist eine Stelle, die habe ich, glaube ich, 10-mal gelesen, weil man fragt sich ja, wie jemand eine Suppenkelle beschimpfen kann, aber das hängt halt auch an diesem wahnsinnigen Stress. Ich glaube, wer jemals in der Gastronomie gearbeitet hat, weiß, was für ein Stress das ist und gerade bei Saisongastronomie. Und jetzt noch letztes Jahr der DDR, wo sowieso alle unter Strom standen und jeder Ecke, jeder Winkel, wo man sich verstecken konnte, so wird es im Roman beschrieben, voll war mit Leuten, die fliehen wollten. Also ich glaube, es war eine sehr besondere Atmosphäre. Ich habe gehört, dass für einige, die in der DDR groß geworden ist, dass die Dauersituation auf Hiddensee war. Insofern ist es vielleicht schon immer da so stressig gewesen, keine Ahnung. Wer hat den Klausner erlebt, noch zu Vorwendezeiten? Ich weiß nicht, war da jemand da von Ihnen? Also ich nicht als Wessi, aber... So, jetzt finde ich es entspannt. Keiner. Ja? Ganz sicher nicht.
Also es muss jedenfalls sehr besonders gewesen sein und an sich schon angespannt, das würde ich eigentlich damit sagen. Aber ich finde, die Gewalt im Buch sowieso ist sehr unterschwellig. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an diesen Hafen, an dieses Würgen im Hafenbecken erinnert. Das bleibt nicht übrig, wenn man den Roman liest. Das ist alles, es ist eh so daueraggressiv, dass ich das auch nur hervorgezerrt habe jetzt so in dem Roman, weil ich es wichtig fand, da eine andere Dynamik reinzubringen. Ja, also deswegen diese Stelle. Also, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Szene so richtig umfänglich jetzt verstanden habe, weil der dann im Hafenbecken liegt, also sprich der Stanley. Ne? Nee, das ist der Ed, der also im Hafen, der überlebt. Der überlebt. Alles falsch gemacht hat. Ja, genau. Der hatte doch, wenn ich das richtig verstanden, in einem Zimmer von seinem Vorgänger die Brille gefunden und spätestens an der Stelle habe ich mir gedacht, naja, wenn ich dort arbeite und ich haue dann irgendwann ab, weil mir da irgendwas nicht gefällt, dann lasse ich ja üblicherweise nicht meine Brille und den Kasten da mit irgendwie in Utensilien. So, das, und jetzt liegt der auch im Wasser, leicht ertrunken. Nee, der Ed ist gewürgt worden von ihm und der verschwindet dann und ist tot. Also mein Gedanke war der, vielleicht liegt da irgendwas drunter, was eigentlich überhaupt nichts mit diesem offensichtlichen Clinch, der da stattfand, zu tun hat, sondern was tiefer liegt in dem ganzen Umfeld, was aber zumindest aus den Abständen, aus den Szenen jetzt nicht deutlich wurde. Also was drunter liegt, ist, dass viele, die da hingehen und die sogenannten Obdachlosen, die da versorgt werden, fliehen wollen. Also das deutet der Roman an. Es kann ja durchaus sein, dass der andere da auch schon ins Leben gekommen ist. Genau, das ist so. Das ist so. Dann denke ich, kann man sicherlich eine Mediation hier zwischen den zwei unmittelbaren da sehen, aber eigentlich kann ich damit erstmal nichts erreichen, weil ich habe das ganze Problem noch nicht eskaliert. Ne? Also ich weiß noch gar nicht richtig, was abschließend dahinter steht. Also ich glaube auch, dass das ein Teil der Problematik war, dass dieses Fliehen auch, also was ich den René hier sagen lasse, das ist alles alles umsonst. Also sich darum zu kümmern, dass die fliehen wollen, in ihren letzten Tagen auf der Insel noch versorgt werden, wo man nicht weiß, ob sie jemals Dänemark erreichen werden. Das hat halt so eine bestimmte Resignation und Hoffnungslosigkeit zur Folge. Aber ich glaube, das ist ja tatsächlich etwas, was wir als Mediatoren häufig vorfinden, dass wir, obwohl bestimmte Situationen aussichtslos sind, trotzdem so in einem gewissen und vielleicht auch manchmal sehr begrenzten Spielraum versuchen, auch zeitlich begrenzt etwas zu klären. Also da würde ich sagen, ja, man kann trotz alledem so bestimmten Situationen die Spitze nehmen oder Gewalt, eben wirklich körperliche Gewalt auch vermeiden, indem man trotzdem versucht, da auch meinetwegen an der Oberfläche und begrenzt noch eine Verhandlung zu führen. Und ich meine, es gibt diese zwei Varianten. Im Roman wird nicht klar, warum der René Salzach plötzlich verschwunden ist. Die eine Vermutung ist, er ist geflohen. Die andere Vermutung ist, er ist umgebracht worden von den Offizieren, die da um diesen Klausner herum waren. Und der war denen irgendwie ein Dorn im Auge. Also es bleibt eben vieles auch offen. Und ich glaube, das war auch eine Situation in der DDR, dass wenn Leute verschwunden waren, war es offen, warum. Ja, ob die irgendwo im Knast saßen oder geflohen waren, oder war halt ganz vieles unklar. Okay. Weitere Fragen? Wenn nicht. Gerne. Ich komme nicht aus der Mediation. Ich habe mich gar nicht groß darauf vorbereitet, was wir heute hören und fand, wo sie es vorhin erklärt hatten, was sie sozusagen machen, in Literatur einzutreiben, sagen so, also jetzt gucken wir erstmal, wie wir das hätte lösen. Für die Spitze finde ich super, die Idee gefällt mir unwahrscheinlich gut. Meine Frage ist, wenn Sie so Sie sind Literaturfreund und die Bücher sind alle ganz toll interessant und ganz spannend. Was würde passieren, wenn wirklich in der Geschichte die Mediation wäre und dann das friedvoller Erbe? Schade ums Buch, würde ich sagen. Schade um die Geschichte. Genau. Da haben Sie sich bestimmt auch schon absolut sowas weitergeben. Also in dem Fall würde ich sagen, also ein Gruselfaktor in diesem Buch würde gemindert werden, der wäre nicht gewürgt worden, vielleicht wäre der trotzdem geflohen und dann irgendwie abgetaucht. Es wäre nicht ganz so brutal.
Es ist ja so eine Brutalität, die man ob der ganzen Sprache, die er verwendet, auch so ein bisschen, die wird so ein bisschen verschwommen. Und trotzdem ist es brutal. Also wenn man sich, ich weiß nicht, deshalb habe ich die Szene vorgelesen, ne? Das ist ja Augenhöhlenriss und so. Also man stellt sich vor, das ist sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Und ich glaube, dass das tatsächlich nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Ja, also so wie man bestimmte Fernsehfilme, Brutalitäten, die der einer Dramaturgie zwar geschuldet sind und vielleicht auch einer Sensationslust, aber also ich persönlich glaube nicht, dass es notwendig gewesen wäre, dass der nachher verschwindet. Ja, das gehört mit zum Roman. Aber ja, ich glaube, deswegen habe ich die Szene auch ausgesucht, weil zwischen diesen beiden hätte das nicht so eskalieren müssen. Trotzdem, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Geschichte für sich weiterspinnen. Wie hätte dies anders sein können? Trotzdem mit den Konflikten. Ja. Wäre alles geblieben. Aber eben nicht so eskaliert. Genau, es wäre alles geblieben. Also man hätte den Roman auch genauso schreiben können. Ja. Und es ist ja auch eine Beziehung zwischen den beiden, die nicht den Roman, nicht im Skelett des Romans sind, sage ich jetzt mal. Crusoe, die Hauptfigur, nach der der Roman benannt ist, der taucht ja hier nur als Randfigur in der Mediation auf. Ne? Und wird ja einmal gesagt, da muss man den jetzt dazu holen. Nein, muss man nicht, weil die beiden streiten sich. Ne? Es sei denn, man sagt, okay, es geht tatsächlich um eine homoerotische Beziehung, haben auch einige da drin gelesen, dann wäre er natürlich wichtiger. Also es ist auch stark von der Deutung abhängig. Und das ist ja auch bei Mediation so. Ich meine, wir müssen ja auch, wir haben ja unsere Hypothesen, die müssen wir überprüfen. Aber da sitzen die Leute halt vor uns und bestätigen oder bestätigen nicht. Mhm. Dankeschön. Gerne. Mhm. Sie haben ja in Ihrer Aufstellung auch den Chef von Klausen eingeführt. Genau, ja. Der taucht aber nachher nicht wieder auf. Nee. Müssen Sie sich der denn als Pantan oder irgendwie auch mit einführen? Haben Sie den Gedanken einfach mal weitergeschrieben? Ja, ich habe, genau. Mediation, das aufzulösen, hebt sie mal eine Subkultur auf. Also genau. Nicht nur die Insel, sondern auch politisch oder gesellschaftlich. Insofern gab es da sicher sehr enge feste Beziehungen. So wie in meiner Erinnerung sind die Etablierten da oben, die hatten schon Wirkungskraft hinein. Und als solche sehe ich den Entwurf von Klaus und auch. Mhm. Ja, finde ich berechtigt. Also ich habe auch überlegt, ob wir müssen ja nicht immer professionelle Mediatoren uns ausdenken. Wir können ja auch sagen, okay, warum macht er nicht die Mediation? Ne? Zumindest ist zum Beispiel. Drin, ne? Das hat also genau. Im Schatten verschwindet und dann was angestoßen der Maßnahme. Ja, also im besten Fall würden wir ja als Mediatoren sagen, okay, wer muss was wissen vom Ergebnis der Mediation und was, trotz aller Vertraulichkeit. Und da hätte ich jetzt, wenn ich länger gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, das hat irgendwie funktioniert, die haben sich geeinigt. Ja, so viel müsste er wissen. Und das würde er auch sofort merken, wenn die Spannung zwischen den beiden raus ist. So groß ist diese Gaststätte ja nicht. Das kriegt er ja noch mit. Ich habe mich für einen professionellen Mediator entschieden und nicht für so einen Restaurantbesitzer, der ja auch sehr viel Interesse daran hat, dass sein Laden gut läuft und da vielleicht nicht so unparteilich, allparteilich sich zwischensetzen kann und sagt, so und jetzt reden wir mal ganz, ohne dass ich da irgendwie Interesse am Ergebnis hätte. Ich glaube, das verfälscht jeden Prozess und deswegen gibt es ja unsere Berufsgruppe, dass wir eben unparteilich in die Mitte stellen. Ich glaube, er muss wissen, was dabei rauskommt und er würde den Effekt, wenn es gelingt, sofort merken. Würden Sie auch nicht, ne? Ja. Also etwas handlungsaktiver in dem ganzen Geschehen, oder? Wenn man die Tochter mitdenkt, genau. Die dann auch, gibt es halt eine Querverbindung, dann hat er schon mehr als nur eine Achse daran, dass das eben, sich ja. Auflöst. Und er hat auch eine Meinung, also kommt so raus im Roman zu dieser ganzen Versorgung dieser Flüchtenwollenden oder Obdachlosen, ne? Da hat er ja auch, das kriegt er ja mit und hat das also auch gedeckt. Ich denke, der hat ein Interesse, dass sie sich, also der ist der Einzige, der ein Interesse daran hat, dass die beiden sich verstehen. Ja, deswegen, aber finde ich berechtigt. Natürlich müssen die, die das initiieren, immer auch nochmal drauf gucken, was ist daraus geworden. Ja, ich meine, das wäre jetzt für mich auch ein guter Übergang zum nächsten Buch. Ja, ich komme zum nächsten Roman, weil da nämlich auch interessant ist, wer die Mediation initiiert. Das ist der Roman von Sibylle Berg, einer Autorin, die in Weimar geboren ist, jetzt in der Schweiz lebt und die bekannt ist durch ihre zynischen, zum Teil mit schwarzem Humor gesegneten Kolumnen, auch im Spiegel Online, vielleicht kennen einige
sie und einige hatten ja das Buch auch gelesen. Ich habe den Roman eigentlich, ob des Zynismus, erstmal verworfen. Für mich ist Zynismus ein Eskalationsanzeiger erster Güte, aber trotz alledem habe ich mich dann doch eingemischt. Ich gehe mal rein in den Roman, also der spielt zur Jetztzeit. Orte ist ein Schwellenland, was nicht genannt wird, später eine Stadt in der Schweiz, vermutlich CERN. Und die Streitparteien sind die beiden Hauptfiguren im Roman, das verheiratete Paar Chloé und Rasmus. So sieht es aus. Worum geht es in dem Roman? Mit wechselnder Perspektive beschreibt Sibylle Berg die Situation des 20 Jahre verheirateten Paares Chloé und Rasmus. Zur Zeit des Romans ist die Karriere von Rasmus als Theaterregisseur am Abstürzen und er versucht in einem Theaterprojekt mit Jugendlichen in einem Schwellenland, also irgendein afrikanisches Land vermute ich, 11 Stunden von der Schweiz entfernt, in einem Kaff am Ende der Zivilisation diesem Sturz etwas entgegenzusetzen. Chloé unterstützt ihn, obwohl sie nicht wirklich an das Projekt glaubt. Beide sind befremdet von der heruntergekommenen Stadt am Meer, wo sie dann landen. Chloé hatte vor Jahren ihr Studium abgebrochen, arbeitet in einem Antiquariat und lebt für und durch Rasmus. Als sie gemeinsam den Sonnenaufgang angucken wollen, zündet sich am Strand vor ihren Augen ein Banker genannter Mann selbst an und stirbt. Mit ihm stirbt auch der letzte Versuch, den Aufenthalt am Meer zu romantisieren. Um sich wieder besser zu fühlen, gehen sie ins Zentrum des Ortes. Also was macht man, nachdem sich einer vor unseren Augen umgebracht hat? Also da können Sie den Zynismus schon triefen sehen. Gehen Sie ins Zentrum des Ortes in ein Massagestudio und buchen nebeneinander liegend eine Massage. Sie bestellen eine Vollmassage. Auf die Frage der Masseurin, ob sie noch irgendetwas wollen, nicken sie, ohne nachzufragen. Gereicht wird eine Wasserpfeife mit Opium und während Rasmus schnell weggetreten ist, erlebt Chloé ihre sexuelle Erweckung durch den Masseur. Sie wiederholt diese Erfahrung mit dem später Animateur genannten Benny und verliebt sich in den 20 Jahre Jüngeren. Die letzten 10 Tage bis zum Abflug verbringt sie in einem kleinen Pensionszimmer mit Warten auf Benny, von dem sie nie genau weiß, ob er kommt. Sie schwankt zwischen Eifersucht auf dessen Geschäftspartnerin, mit der er liiert scheint, dem Entsetzen über den eigenen hormonellen Wahn und dem Genuss der sexuellen Erfahrung. Sie hat mit Rasmus ohne körperliches Vergnügen zusammengelebt, davon abgesehen und wenn die Leserin partout davon absehen will, ein zufriedenes Leben geführt. Sie wollten zusammen alt werden. Sibylle Berg beschreibt in kurzen Kapiteln, wie dieser Lebensentwurf zusammenbricht. Auch die Rückkehr in die Schweiz, in das vorher gelebte Leben, gelingt weder Rasmus noch Chloé. Er willigt ein, als Chloé ihn fragt, ob Benny zu ihr kommen kann. Statt mit Chloés, das ist ein Zitat, Avatar, zu leben, also so nennt er den Benny, der die ganze Zeit ja nicht da ist, aber jetzt kommen soll, oder wieder allein in Bars rumhängt, ist er bereit, sich auf das Experiment zu dritt einzulassen, auch mangels einer echten Alternative. Ab diesem Moment scheint mir eine Einmischung sinnvoll und hätte vielleicht eine Chance. Die beiden leben nämlich in einer Dreizimmerwohnung in einem modernen Sichtbetonhaus. Die Wohnung gehört der Mutter von Rasmus, einer Finnin, die Lumi genannt werden will, sich als Künstlerin und Feministin versteht und eines der drei Zimmer bewohnt, wenn sie kommt. Also sie lebt in Finnland. Rasmus wird als schwach und von ihr dominiert beschrieben. Als sich Benny und Chloé im Wohnzimmer einquartieren, während Rasmus weiter im ehelichen Schlafzimmer lebt, leidet Rasmus unter jedem Geräusch des, Zitat, durch die gesamte Wohnung kopulierenden Paares. Mehrfach schlägt er seinen Kopf gegen die Wand, bis er blutet. In seinem Leid ruft er seine Mutter an, die ihm rät, Benny durch Schläge zu vertreiben. Doch dazu ist ihm Benny zu sympathisch und inzwischen ist er ihm sogar dankbar, weil er sich durch diese Situation à trois als bahnbrechend im Privatleben fühlt, wo ihm ansonsten nicht viel gelingt. Seine Mutter kündigt ihr Kommen an. Er wehrt sich nicht dagegen, obwohl es ihm nicht gefällt. Also wir stellen uns jetzt vor, dass die Mutter nach Ankunft einen Blick auf das Geschehen wirft. Es wird im Roman auch beschrieben, Zitat, Lumi blickt mich an und durch die offene Tür des Schlafzimmers. Aber bevor sie sich selbst fasziniert Benny zuwendet, sucht sie das Gespräch mit Rasmus, was sie aber nicht tut. Also Lumi, das ist jetzt die, die kommt und mit Entsetzen sieht, was dazwischen in dieser WG, in dieser Ménage à trois passiert. Und die mischt sich jetzt also ein. Also jetzt kommt quasi die Vorbereitung der Mediation. Lumi.
Rasmus, du weißt, dass ich nichts, also Rasmus, du weißt, dass ich nichts von Chloe halte. Sie hat selbst nichts aus ihrem Leben gemacht und glaubt nicht an dich. Das Einzige, was ich ihr zugute halte, ist, dass sie diesen Benny hierher geholt hat. Was für ein Mann! Ich habe früher oft zu dritt oder viert gelebt. Das ist durchaus möglich. Nur jetzt sehe ich, wie sehr du leidest. Du versuchst, dich zu arrangieren, aber du siehst schlimm aus. Du vernachlässigst dich. Diese Situation kostet dich zu viel Kraft. Denk an deine Arbeit. In Finnland holen wir einen Mediator oder eine Mediatorin zu Hilfe, wenn es unerträglich wird. Klärt mit ihm oder ihr die Möglichkeiten. Rasmus, gerade habe ich mich etwas gewöhnt an die neue Situation, aber ich werde darüber nachdenken. Rasmus spricht mit Chloe in der Küche über diesen Vorschlag, während sie das Abendessen zubereitet. Chloe fühlt sich gestört. Lumi ist eifersüchtig und will mich von Benny trennen, weil sie selbst scharf auf ihn ist. Hast du gesehen, wie sie aufblüht in seiner Gegenwart? Rasmus, ich mag Benny auch. Alle mögen ihn, scheint es. Die Wohnung ist sehr hellhörig für eine solche Konstellation. Lass uns mit Unterstützung eine Lösung finden. Meine Mutter hat recht. Wir könnten einen Mediator um Hilfe bitten. Chloe, nur unter einer Bedingung. Das Ziel darf nicht sein, dass Benny gehen muss. Dann meinetwegen. Rasmus, okay. Das Ziel ist es, herauszubekommen, wie wir alle drei besser miteinander klarkommen. Hast du gehört? Ich meine alle drei, nicht alle vier. Chloe, einverstanden. Lumi geht mir extrem auf die Nerven. Ich suche morgen einen Mediator. Mann oder Frau? Rasmus, vielleicht besser beide? Chloe, okay. Er sollte ja auch sein in der Paarmediation. Okay, die Mediation findet eine Woche später statt. Auftritt des Mediators Sprüngli und der Mediatorin Wies. Termin in ihrem Büro. Guten Tag, wir kommen gleich zur Sache. Aus den telefonischen Vorgesprächen haben wir gehört, dass Sie für Ihre Ménage à trois eine erträgliche Form finden wollen, so dass niemand leidet. Haben wir das richtig verstanden? Beide nicken. Zum Verständnis unserer Rolle. Wir werden keine Vorschläge machen, aber von Ihnen wollen wir viele Vorschläge sammeln, die wir gemeinsam zu einem Ergebnis sortieren werden. Bitte lassen Sie sich ausreden und beschimpfen sich nicht. Keiner darf uns vor Gericht zitieren, falls es doch zu einem Verfahren kommen sollte. Frau Wies bittet um Bestätigung. Beide sagen, ja und okay, wir wollen ja auch eh nicht vor Gericht. Herr Sprüngli fragt, wer zuerst die momentane häusliche Situation beschreiben will. Chloe hebt mit Blick auf Rasmus an zu erzählen. Eigentlich kann ich das Vorgefallene selbst kaum beschreiben. Mir ist so etwas noch nie passiert und ich hatte bisher nur Verachtung übrig für die Frauen in unserem Freundeskreis, die sich plötzlich unsterblich verlieben und ihren Mann sofort verlassen. Umgekehrt natürlich auch, genauso lächerlich. So eine lächerliche Person wollte ich nicht sein. Und deswegen sitzen wir jetzt zu dritt, ach nein, zu viert in Lumis Wohnung. Herr Sprüngli fragt nach, wer ist Lumi, wer ist diese vierte Person? Chloe, na Lumi ist Rasmus' Mutter und es ist ihre Wohnung. Sprüngli, und sie hat ein Zimmer bei Ihnen? Rasmus schaltet sich ein. Ja, das war ihre einzige Bedingung, dass das dritte Zimmer immer zu ihrer Verfügung stünde, dass sie jederzeit kommen kann. Chloe, ich war damals nicht damit einverstanden, aber was sollte ich machen? Ich hatte damals zu wenig Geld für eine Alternative. Ich verdiene nicht viel in meinem Job. Frau Wies fragt Chloe, inwieweit trägt Lumi zur Verschlimmerung der aktuellen Situation bei? Chloe, seit sie da ist, können Benny und ich nicht mal mehr in ihr Zimmer zum Vögeln ausweichen. Außerdem macht sie sich an Benny ran, trinkt inzwischen sogar mehr als wir. Ach, ich bin eifersüchtig auf jeden Blick, den Benny ihr zuwirft. Seit sie da ist, habe ich das Gefühl, dass er sich von mir entfernt. Er bringt jetzt auch dauernd Freunde mit zu uns. Frau Wies, Sie leiden unter weniger Aufmerksamkeit von Benny, seit Lumi da ist. Wie ist Ihr momentanes Gefühl zu Rasmus? Chloe, ich fühle ihn wieder. Neulich hat er mich von hinten in der Küche umarmt. Das fand ich angenehm. Außerdem stellt er Benny die besseren Fragen beim Abendessen. Sie verstehen sich gut, kommen ins Gespräch, lachen zusammen. Manchmal fühle ich mich richtig ausgeschlossen. Dann bin ich sogar auf meinen Mann eifersüchtig. Das ist bizarr. Herr Sprüngli wendet sich Rasmus zu. Wie geht es Ihnen zurzeit? Rasmus, tja, das sehe ich ähnlich. Seit Chloe eine Nacht in meinem Bett geschlafen hat, geht es mir besser. Ich habe auch das Gefühl, dass die Affäre eine Affäre ist und bald endet. So lange will ich noch aushalten. Meine Mutter ist für mich eine Belastung. Seit sie da ist, will ich nicht mehr nach Hause kommen. Sie sitzt im Living, also Wohnzimmer, und trinkt mit Benny und seinen Freunden. Sprüngli, darf ich fragen, wie die Wohnung aufgeteilt ist und wer zurzeit mit wem schläft? Falls das zu indiskret ist, brauchen Sie nicht zu antworten. Rasmus zeichnet die Wohnung auf.
Wichtig scheint mir, dass ich morgens im Living an Chloe und Benny vorbei in die Küche gehe und dabei den Status der Beziehung verfolgen kann. Ich schlafe allein, meine Mutter schläft allein, zumindest nachts, soweit ich weiß, und Chloe und Benny schlafen hier, zeigt auf die Schlafcouch im Living, zusammen. Es gab eine Nacht, wo Chloe zu mir ins Bett gekommen ist und Benny allein geblieben ist. Sie hat mich getröstet, das fand ich schön. Sprüngli, wie sehr leiden Sie darunter, dass Benny mit Ihrer Frau schläft? Rasmus, ich leide mehr darunter, dass sie nicht mehr mit mir spricht. Unseren Sex fand ich auch nicht so erfüllend, ich kann auch zu Prostituierten gehen. Meistens ist das befriedigender. Außerdem verstehe ich, dass sie Benny geil findet. Chloe hat einen Ausbruch. Das hättest du mir auch mal früher sagen können, dann hätte ich mich morgens nicht so quälen müssen. Frau Wies fragt Rasmus, ob Chloe das Wort bekommen kann. Er nickt zu Chloe gewandt. Bitte erläutern Sie uns die morgendliche Qual. Chloe, fast jeden Morgen wollte er mit mir schlafen, obwohl ich das hasse. Sex wird überbewertet, so dachten wir. Wir teilen andere Dinge, darüber waren wir uns einig. Rasmus ist kein guter Liebhaber, das weiß er sicher. Frau Wies, das heißt, Sie waren sich darüber einig, dass Sex keine große Rolle spielt und doch wollte Rasmus mit Ihnen vor allem morgens schlafen und Sie haben sich nicht verweigert? Chloe, ja, so war es. Mit Benny ist jetzt alles anders. Sex mit ihm macht mir zu jeder Zeit Spaß. Sprüngli. Ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Sie wollen beide mit Benny zusammenwohnen, solange die sexuelle Faszination von Chloe andauert. Der Sex soll allerdings nicht im Living Room stattfinden, wo er von Rasmus beobachtet werden kann. Sie wollen beide Nähe teilen, aber nicht mehr Sex miteinander haben. Gespräche zu dritt und zu zweit sind ihnen wichtig. Beide nicken. Chloe ergänzt, ja, die Gespräche mit Rasmus vermisse ich schon, aber wenn ich nach Hause komme, hat Benny Vorrang, den ich ja auch nur selten allein sehe. Frau Wies ergänzt, Ihnen beiden sind intime Gespräche zu zweit wichtig. Chloe, ja, genau, mit beiden. Rasmus, ja, ich möchte auch mal mit Benny allein ein Bier trinken gehen, mal Männergespräche führen, lächelt so in sich hinein. Sprüngli, also haben wir Ideen zu folgenden Fragen zu sammeln. Wie können intime Gespräche zwischen Ihnen allen zustande kommen? Und wo kann der Sex zwischen Chloe und Benny stattfinden? Frau Wies steht mit einem Stift am Flipchart bereit zum Schreiben. Chloe, Lumi zieht aus und überlässt das dritte Zimmer Benny und mir. Rasmus, das ist Ihre Wohnung, das haben wir ihr zugesichert. Herr Sprüngli, bitte kommentieren Sie die Ideen nicht. Wir nehmen alles erstmal auf und sortieren später aus. Chloe, wir bieten ihr ein Pensionszimmer für maximal 2 Wochen. Ich verdiene momentan ganz gut. Rasmus guckt überrascht, fragt aber nicht nach. Mir ist wichtig, dass wir drei weiterhin zusammen Abendessen. Beim Frühstück seid ihr doch zu zweit und nachts meistens. Chloe, ich möchte mit Benny so viel allein sein wie möglich. Morgens bin ich nicht so gesprächig. Außerdem soll Rasmus auch mal kochen. Er macht sich über meine Kochkünste dauernd lustig. Frau Wies, das wäre eine weitere Frage, wer kocht wann. Vielleicht klären wir zuerst die ersten beiden Fragen. Ich habe bisher nur einen Vorschlag für den Sex zwischen Benny und Chloe, nämlich das dritte Zimmer. Was ginge noch? Rasmus, ich könnte ins Wohnzimmer ziehen, aber das möchte ich nicht. Also bleibt nur die Option, meine Mutter zu verjagen. Das finde ich eine überaus attraktive Idee. Sie schnarcht sehr laut, wenn sie zu viel getrunken hat. Ich werde ihr unseren Beschluss mitteilen. Wir müssen das vorher mal durchrechnen. Woher hast du jetzt mehr Geld? Chloe, von meinen Trader-Geschäften, na, da bin ich mal gespannt, wie deine Mutter reagieren wird. Sprüngli, ein Thema hätten wir geklärt. Sie, Rasmus, teilen ihrer Mutter mit, dass sie für die Zeit ihres Aufenthalts in ein von ihnen finanziertes Pensionszimmer auszieht und Chloe errechnet die für sie möglichen Kosten für maximal 2 Wochen. Bei den intimen Gesprächen brauchen wir noch Vorschläge. Was fällt Ihnen noch ein? Rasmus, wir machen einen Wochenplan. Montags zu dritt, dienstags Benny und ich, mittwochs Benny und Chloe und so weiter. Sonntags bleibt unverplant. Ich muss ja auch mal raus, er grinst. Chloe, ja, aber tauschen geht auch, oder? Sie lacht. Wie in einer WG mit Putzplan. Apropos, an einem Putzplan hätte ich auch Interesse. Deine Mutter macht nichts, nur Dreck. Und außerdem ist alles voller Rauch. Rasmus, ja, Benny raucht und seine rumänischen Freunde auch. Er könnte mal die Aschenbecher leeren, wenn sie weg sind. Das sag ich ihm, oder willst du? Fragt er zu Chloe schauend. Frau Wies, ich sehe, dass Sie beide mit diesem Plan einverstanden sind. Ich habe das mitgeschrieben. Bitte schauen Sie mal, zeigt auf das Flipchart. Chloe, ja, können wir mal versuchen. Was macht ihr denn zu zweit? Aber kein Sex. Rasmus, warum nicht? Gehört Benny dir allein? Sprüngli, wir haben über intime Gespräche geredet. Wollen Sie auch über die Möglichkeit intimer Begegnungen verhandeln? Wir müssen jetzt sowieso einen neuen Termin machen. Die Zeit ist um. Chloe, ja, ich möchte einen neuen Termin. Guckt besorgt. Rasmus, na gut, aber in 2 Wochen. Ich muss erst mal mit Benny reden, er lacht.
Frau Wies, es wäre sowieso hilfreich, wenn Sie beide in der Zwischenzeit mit Benny über diesen Plan redeten. Chloe und Rasmus nicken zustimmend. Die beiden Mediatoren zücken ihre Terminkalender. Alle machen einen Termin 2 Wochen später und trennen sich. Im Roman kommt es tatsächlich zu einer von Chloe inszenierten Sexszene zu dritt, in der Rasmus seine ersten homosexuellen Erfahrungen macht und merkt, wie attraktiv er Benny findet. In einem zweiten Mediationstermin käme vielleicht heraus, dass Lumi überlegt, die Wohnung zu verkaufen oder bereits verkauft hat. Es brauchen also alle eine neue Wohnung und es fangen alle an, in den jeweiligen intimen Gesprächen über Sex zu reden. Rasmus beschließt nach einiger Zeit, eine Selbsthilfegruppe für Bisexuelle aufzusuchen. Chloe macht nach längerem Zögern eine Therapie für sich allein. Und Benny möchte ein Mediationsgespräch mit Chloe, weil er sich nicht als Mann mit Intellekt wahrgenommen fühlt. So viel dazu, wie die Geschichte weitergehen könnte nach dieser Mediation. So, und dann habe ich noch 2 Nachträge geschrieben, weil der eine ist für die Mediatoren. Ich habe lange überlegt, ob ich den Zynismus im Buch zum Thema mache, weil er eben ein Eskalationsanzeiger erster Güte ist und habe mich dann dagegen entschieden. Weil er das bekannte Stilmittel von Sibylle Berg ist, der Zynismus bezieht sich aus beiden Perspektiven mehr auf die allgemeine Weltsicht und greift weniger den jeweils anderen an. Es gäbe aber auch vielleicht dafür Belege. Für Literaturliebhaber, ich weiß nicht, ob hier welche waren, so Fans von Frau Berg, die diesen Zynismus ja lieben von ihr, natürlich muss diese Geschichte eskalieren, sonst wäre sie nicht spannend. Es war nicht leicht, den Zeitpunkt und die initiierende Person für eine Mediation zu finden. Lumi ist überhaupt die Einzige, die in Frage kommt. Also, weil dieses Paar hat keine Freunde. Sie verscheuchen die letzten Freunde, die sie haben, weil sie vor denen streiten und weil die mitten in diesem Ménage à quatre, à cinq, also da sind ja 1000 Leute in der Wohnung. Aber keiner von den Anwesenden kann da, also keine rumänischen Freunde könnten natürlich diese Mediation initiieren. Ja, also Zynismus ist Stilmittel und Schleifstein für Sibylle Bergs Prosa. Insofern ist das ganze Vorhaben etwas fragil, würde ich sagen. Ja, der Tag, als meine Frau einen Mann fand. Sibylle Berg. Ja, soweit dazu. Mal ein bisschen was anderes. Rainer Langhans für seine Freude. Wer? Ja, Rainer Langhans. Also es knüpft tatsächlich an andere Zeiten. Ja. Es geht ganz dramatisch im Roman weiter. Tatsächlich ist es so, dass Lumi diese Wohnung verkauft, die beiden auf der Straße stehen und Benny sich immer unwohler fühlt, dann irgendwann auszieht und man ahnt nur, dass er zurückgehen wird und dass er sich aber auch verliebt hat in diese ältere Frau. Also es ist wirklich eine verkappte Liebesgeschichte, auch wenn es überhaupt nicht so anfängt. Also friedlich ist es, geht es nicht aus. Wir danken für euch. Gibt es denn Sibylle Berg-Fan unter denen, die das gelesen haben? Nicht. Okay. Ich fand es ein schönes Beispiel jetzt, dass das doch auch, das war ja vorhin so ihr Einwand, also ich denke, es kann ja auch in der Mediation tatsächlich mal überraschende Wendungen nehmen. Also dadurch auch nochmal einen neuen eine neue Spannung aufbauen. Also die Geschichte. Also diese, weil da so Sachen zusammenkommen, die ich vielleicht sonst im Programm gar nicht oder so vielleicht noch zum Thema habe. Genau, die werden nur erwähnt. Ne? Es ist kein Strang, der sich weiterverfolgt. Ja, ich finde, also in dieser Mediation passieren tatsächlich daraus dann neue Dinge und im besten Sinne ist sie transformatorisch. Ne? Also das ist ja auch eine Logik in der Mediation, dass Dinge nicht immer gelöst werden, sondern sich irgendwie transformieren in etwas anderes. Ja, so könnte das gehen. Das kann durchaus noch interessant sein. Konflikte gehören dazu, aber hier tauchen ja eine ganze Reihe neuer Konflikte auf in der Mediation. Absolut, ja. Über die man vorher gar nicht gesprochen hat. Ne? Und ich meine, es ist natürlich thematisch, ist es an der Grenze zwischen auch einem therapeutischen Gespräch. Ich weiß nicht, wie locker die Mediatoren, die hier sitzen, so ein Thema wie intime Begegnung, also sie fragen ja nach. Also reden, worüber reden wir denn jetzt? Reden wir auch über Begegnung? Das ist ja eigentlich nichts, was sonst verhandelt wird in irgendeiner Weise, es sei denn, Therapeuten sprechen darüber. Ne? Das ist ja schon heikel, so ein Punkt. Ja, wir sind das ja zutiefst menschliche Bedürfnisse. Absolut, ja. Absolut, ja.
Und wenn man sich eh schon in so eine Konstruktion da begeben hat, also warum nicht auch darüber reden, klar. Und dann könnte das vielleicht in so einem Blog auch interessant sein, diese Person des Mediators kennenzulernen. Also ich als Hörer oder Leser des Blogs, mich interessiert jetzt, also ich kriege die Person des Mediators nicht mit, wenn er nur vermittelt. Vermittelt oder die Fragen so sortiert oder zusammenspielt. Mich interessiert aber eigentlich, ich will nicht diesen neutralen, in der Literatur will ich eben nicht ganz diesen neutralen haben, sondern ich will wirklich diese inneren Überlegungen, die der Mediale hat, dass ich da reingucken kann. Ah, das ist eine gute Idee. Also gerade an dieser Stelle, ja, finde ich einen guten Hinweis. Gerade an dieser Stelle könnte man dieses Ringen der Mediatoren, tatsächlich gehen wir da jetzt rein, was fragen wir als nächstes, oder eben auch, wenn es zwei sind, ne, dass sie sich auch gegenseitig austauschen. Wir haben so eine Methode des Reflecting Teams, dass sie zwar auch miteinander reden, ja, findest du es jetzt sinnvoll, dass wir verhandeln über die intimen Begegnungen, in welchem Zimmer die stattfinden, sollten wir das tatsächlich fragen und dann die Klienten fragen, das könnte man tatsächlich gut machen. Das ist eine gute Idee. Dann werde ich mal drüber nachdenken. Also den mehr als Person sichtbar zu machen. Ja, genau, deshalb die Fragestellung, die waren jetzt wieder fachlich. Mhm. Also die sind schon. Aber mehr als Person, dieses, Persönlichkeit, meinen Sie? Dass es in mir ja auch klingt, dass ich ja auch, also die Emotionen zwar sehr gut vielleicht zurückstelle für den Moment, sie dennoch in der Literatur, die ja die Zeit dehnen kann und den Moment so öffnen kann. Also das kann ich nicht in der Meditation, aber in der Literatur kann ich das besser reingucken und könnte so meine Gefühle so nachsinnen und so das nochmal in Erfahrung bringen. Was ist denn jetzt hier los? Ne? Ich mit meinem Körper bin immer anwesend in dieser Wohnung oder in diesem Raum mit diesen Menschen. Also es könnte noch ganz viel in mir auslösen. Absolut, das ist eine super Idee. Ich werde das auf jeden Fall mal versuchen. Ja, ist schön. Spannend wäre dann vielleicht, wenn wir bei den Mediatoren lieber über den Putzplan weitersprechen. Genau. Unverfängliches Thema. Genau. Genau, das geht ja ganz einfach. Sie würde ja auch gerne, und das kennen wir ja auch, ich meine, wenn die Konfliktparteien dann lieber über das Unverfängliche, wie, ach, jetzt können wir mal über das Kochen reden oder das Putzen ist mir auch noch ein Problem, ne? Dass wir lieber über solche Sachen reden, klar, das kann man durchaus verstehen an der Stelle. Ich fand das ja schön geschrieben, also jetzt von der Fünf-Round, das schreibt es ja. Der zweite Teil hat mir jetzt auch, weil das zweite Buch hat mir auch besser gefallen, jetzt vom Inhalt her, ganz einfach deswegen, weil es praktisch die Handlung rausgenommen hat aus dem eigentlichen und nicht verdreht hat, sondern einfach eine neue Dynamik einbringt. Und ich würde es jetzt gar nicht so sehr sehen, dass die Mediatoren da mehr reinbringen. Ich fand es sehr schön, dass sie das praktisch nochmal erhöht haben, diesen Konflikt, den man vielleicht sonst beim Lesen gar nicht mitbekommen, ich kenne das Buch jetzt nicht, dass der einfach nochmal durch diese Art der Fragen nochmal ein Stück hochgebracht wird und die Handlung unter Umständen nochmal eine neue Wendung bekommt. Bei dem ersten Teil, bei Crusoe, habe ich überlegt, die Mediatoren, habe ich so an den Parteisekretär gedacht, da passen welche nicht, und dann kommt der Parteisekretär, also wird es ein bisschen langweilig dadurch, es sei denn, der Mediator schwimmt dann selbst im wahren Becken. Hätte auch sein können, ja. Auch eine gute Idee. Macht die Sache nicht gewaltfrei, aber ich verstehe, was Sie meinen, ja. Absolut. Nee, natürlich, das ist ein dankbareres Thema und auch tatsächlich, weil es auch in dieser Tabugrenze ist, ne? Wie viel verhandeln wir oder wie viel darf man überhaupt über solche Sachen sprechen? Das fand ich eben auch spannend. Das Einzige, was mir Probleme gemacht hat, ist eben, dass keine Person eine Mediation initiieren kann, außer die Mutter. Und die Mutter ist ja Gegenstand auch der Mediation dann nachher selber, ne? weil sie in der Wohnung hockt und weil sie auch die ganz Freizügige ist. Ja, nee, freut mich, dass Ihnen das gefallen hat. Ja, also ich finde einfach, dass die Art und Weise, wie Sibylle Berg schreibt, hier im Augenblick auch sehr inspirierend irgendwie fungiert hat. Stimmt, also angestachelt darin, auf einer literarischen Ebene tatsächlich vielleicht auch sowas wie Aktivitäten mit reinzubringen. Mhm. Wenn ich diesen Fragen mal aufnehme und einfach mal nonchalant und anders weiterspiele, habe ich natürlich auch so eine zweite Ebene drin, wo auf einmal dann ich auch verhandle in der Paarmediation Dinge, die ich normalerweise gar nicht verhandeln würde, weil ganz andere Themen erfahrungsgemäß sonst auf dem Tisch liegen. Oder
stehen. Und gleichzeitig, auf der anderen Seite, wenn man das mit der Reaktion rückbindet, wenn wir dann dieses Mittel der Visualisierung nehmen und wir visualisieren im Augenblick dann so den Ruf und wer wo geht und wer welche Bedürfnisse hat, bekommst du auf der Ebene was spielerisch Absurdes, was irgendwie schon wieder ja, sehr feine neue Komponenten setzt, sowohl in Richtung Reaktion als auch in Literatur. Ja. Ja, ich hatte auch, also man merkt es ja auch, dass die Personen, die ich in der Mediation mir vorstelle, dann auch Vergnügen daran haben. Ne? Also das ist ja auch mit Humor plötzlich gespickt, weil neue Konstellationen auftauchen und neue Fragestellungen. Ja, auf jeden Fall. Ja, haben Sie noch Lust auf eine dritte Variante? Also wie gesagt, die unveröffentlichte und der Partei nahestehen, muss ich gleich dazu sagen. Ja, also ich muss erstmal vorreden, dass ich dieses Buch alleine schon vom Titel, wie der Stahl gehärtet wurde, nie gelesen hätte. Das ist ein Titel, der bei mir komplett Sachen auslöst, wie hart wie Kruppstahl und schnell wie Windhunde, also diese Nazi-Logik. Tatsächlich ist es auch so gemeint, also der Stahl gehärtet, da ist die sozialistische Persönlichkeit gemeint oder die junge kommunistische Persönlichkeit, muss man ja sagen, spielt zur Oktoberrevolution, also vor dem Ersten Weltkrieg und Nikolai Ostrowski ist, hat seine eigene Biografie verarbeitet. Ich hätte es nicht gelesen, wenn mir nicht mein Freund gesagt hätte, das hat mich wahnsinnig geprägt. Und tatsächlich hat man es ja bewusst als Schullektüre in den 8. Klassen eingesetzt. Und da sind ja alle Jugendlichen noch hoffnungsfroh und sehnsüchtig und wollen Gesellschaft verändern und so. Und insofern war es für mich total spannend, das zu lesen. Und ich denke, man kann natürlich wie immer bei Literatur vieles deuten und auch anders deuten. Und es ist tatsächlich nicht nur der Held, der da beschrieben wird, sondern er ist am Ende seines Lebens auch gebrochen. Und das soll auch mal Thema sein. Also ein martialischer Titel. Das Lexikon der Weltliteratur sagt über diesen Roman, er hat bei der sozialistischen Erziehung in der Sowjetunion und bei der sozialistischen Bewusstseinsbildung der fortschrittlichen Jugend in der ganzen Welt eine bedeutende Rolle gespielt. Also ich hoffe, Sie können das noch in sich nachspüren, die das gelesen haben. Ostrowski ist 1904 geboren und 36 in Moskau mit 32 Jahren schon gestorben. Und er hat 4 Jahre vor seinem Tod dieses autobiografische Buch veröffentlicht oder sehr autobiografisch geprägte Buch. Er war ukrainischer Revolutionär und sowjetischer Schriftsteller und der Roman spielt zur russischen Revolutionszeit. Und sein Held heißt Pavel Kochagin. Und wer diesen Namen wenigstens schon mal gehört hat, also viele Straßen waren in der DDR nach ihm benannt, viele Schulen, viele Kindergärten. Jetzt haben die alle neue Namen oder sie gibt es nicht mehr. Also was macht dieser Held? Er bildet sich unermüdlich, er kämpft ganz viele Kämpfe, am Anfang auch gegen die Menschewiki, gegen die Weißen, gegen die dem Zar angehören und also ganz viel brutaler Kampf. Also am Anfang fand ich es echt anstrengend zu lesen. Gleichzeitig hat er aber in jungen Jahren die Partei mit aufgebaut und das neue Russland. Also er hat eine Bahnstrecke durch wirklich im tiefsten Winter eine Bahnstrecke zur nächstgrößeren Stadt gebaut unter abenteuerlichen Bedingungen. Also das ist wirklich herzzerreißend. Gegen die Grenzen seines Körpers und er ist damit da auch krank geworden. Also die Krankheit, die der Autor auch am Ende seines Lebens hatte, wird nicht genauer beschrieben, aber er ist blind geworden, konnte sich nicht mehr bewegen. Die hat er sich da zu der Zeit eingefangen. Er steht exemplarisch für den neuen Menschen, aber er gerät auch in Streit. Und nicht nur mit seinem schwächer werdenden Körper. Bei aller Idealisierung seiner Person werden auch Konflikte dargestellt, die in den Anfängen für mich jetzt aus der Nachlektüre deutlich machen, dass die Partei gerade in den Anfängen auch gestritten hat um den richtigen Weg und auch um gelebte Demokratie. Das Wort Demokratie fällt in dem Buch. Und zum Beispiel so ein Thema, was ja auch an sich spannend ist, wer darf auf Versammlung sprechen und wie wird entschieden? Es geht um die Komsomol, also die Jugendorganisation der KPdSU, eine sowjetische Massenorganisation, 1918 gegründet, die hatte damals schon gleich 22.000 Mitglieder
Und 1977 unter Brezhnev waren 2/3 der Bevölkerung im Komsomol organisiert. Also es war wirklich eine Massenorganisation. In der Hierarchie der sowjetischen Organisation kam der Komsomol direkt hinter den Gewerkschaften und der Partei. Also für die meisten ist es Auffrischung, für mich musste ich mir das erstmal auch klar machen. Und in welchem Rahmen dieses Buch spielt und der Streit vor allen Dingen. Also wer streitet? Wir haben hier natürlich unseren Held, ja, Pavel Korchagin. Er kämpft in der Roten Armee, im Komsomol hat er mit aufgebaut und in der kommunistischen Partei. Am Ende ist er erblindet ans Bett gefesselt, doch nie verliert er seine Zuversicht. Ne? Er hat immer Kampfesmut, er will immer noch was lernen, er studiert nachts, arbeitet tagsüber und er ist ein Arbeiterkind. Also er hat, Schmied auch gelernt, auf jeden Fall Metallverarbeitung. Und wer ist sein Widersacher? Zvetajev, ein Funktionär, würde man sagen, von der Betriebsarbeit befreit. Er war dank seiner Fähigkeiten im Laufe der letzten 4 Monate zu einer führenden Stellung im Komsomol aufgerückt. Man hatte ihn zum Mitglied des Bezirksjugendkomitees sowie des Gouvernementkomitees gewählt, früher aber auch Schmied im Metallwerk. Also die beiden streiten und die streiten auch mehrfach im Roman und ich habe mir jetzt nur eine Stelle rausgesucht. Also es reizt mich natürlich, die beiden noch weiter zu begleiten. Das werde ich überlegen als Mediatorin oder Mediator in dem Fall. Die Vorgeschichte ist, dass der Korchagin tot geglaubt war. Er war so schwer krank. Immer wenn er schwer krank war, ist er zu seiner Mutter. Die hat ihn wieder aufgepäppelt, hat ihn ansonsten nicht zu sehen gekriegt. Die hat ihn also wirklich gepflegt, damit er wieder überhaupt laufen kann. Und weil das alles, weil er so schwer verletzt war und die Partei das irgendwie nicht mitbekommen hat, ist er sogar aus der Partei ausgeschlossen worden. Und seine Stelle, als er, der war schon Sekretär in dieser Jugendzelle, man muss sich vorstellen, also es gibt die Betriebe und gleichzeitig dazu gab es eine Parteistruktur, die in den Betrieben auch gewirkt hat. Und dieser Zvetajev, sein Widersacher, hat seine Stellung übernommen, als er tot geglaubt war. So, jetzt kommt er wieder, holt sich also sein Parteibuch zurück, wird von allen gefeiert, die ihn wieder lebend sehen. Und Zvetajev, also hier Zitat, nahm die Rückkehr Korchagins in die Werkstatt mit Zurückhaltung auf. Er war überzeugt, dass mit dessen Erscheinen ein Kampf um die politische Leitung beginnen würde und bereitete sich von Ehrgeiz erfüllt zum Widerstand vor. Aber vom ersten Tag an überzeugte er sich, dass seine Annahme nicht stimmte. Also Korchagin will gar nicht wieder Sekretär werden. Sein Herz schlägt lauter und doller, wenn er da in diese Betriebsstätten, in diese Fabriken geht. Er riecht gern das Öl, er möchte was mit seinen Händen machen und er übernimmt gerade mal noch die Leitung eines politischen Elementarkurses. Aber der Arbeit im Komitee weicht er aus und er, Zitat, er hilft ganz unauffällig und kameradschaftlich Zvetajev mehrmals aus schwierigen Situationen heraus. Also so ist die Ausgangslage und jetzt passiert etwas, was ich als Zankapfel bezeichnen würde, was wir ja auch häufig in Streitigkeiten haben. Irgend so einen Anlass gibt es für diese unterschwellige Angst von Zvetajev, dass er ihnen seinen Platz wieder streitig macht. Weil Pavel hat Einfluss, also er ist eine Persönlichkeit und er wirkt trotzdem, auch wenn er ja keine Funktion hat in der Zelle, in dieser Jugendzelle. Also in dem Betrieb gibt es also diese metallverarbeitende Abteilung und da gibt es auch Meister, die nicht unbedingt in der Partei sein müssen. Und so ein Meister bemerkt also, dass ein Kostja genannter Arbeiter trocken bohrt und für alle, die kein Handwerk gelernt haben, also trocken bohren heißt ohne Öl bohren. Und er meckert ihn also an und sagt ihm, also das muss ich ja wohl dem Abteilungsleiter melden, dass du hier kein Öl benutzt. Und Kostja rennt also los, um das Öl zu besorgen, lässt aber die Bohrmaschine an. Und was passiert? Der Bohrer, der amerikanische Bohrer, also wirklich 1918, der amerikanische Bohrer bricht ab. Großes Drama. Wie geht der Betrieb und die Partei damit um oder diese Jugend, dieser Komsomol, wie geht er damit um? Die Administration, also der Abteilungsleiter besteht auf der Entlassung von diesem Arbeiter. Und die Leitung der Abteilungsjugendzelle setzt sich jedoch für Kostja ein mit der Begründung, dass der Chodorow, der Meister, dieser Abteilungsleiter im Betrieb, gehört nicht zur Partei und unterdrückt das Jugendkomitee.
Komitee. Also wir haben hier also zwei Lager, die sich streiten, und dazwischen ist quasi diese Betriebsjugendzelle, die sagt, nee, also dieser junge Arbeiter, der ist noch so jung, der wird unterdrückt von seinem Meister und der darf jetzt nicht entlassen werden, und der Betrieb und der Meister sagt aber, und seine Vorgesetzten sagen, der muss entlassen werden. So, und dann kommt der Fall vor diese Betriebsjugendzelle und wird dort verhandelt, und mehrere Leute reden darüber. Und da gibt es jetzt interessanterweise den ursprünglichen Streitpartner von Pawel Kotschagin, der sagt, nee, also der kriegt nur einen Verweis. Verweis ist etwas, was wir aus der Schule kennen vielleicht und im Arbeitsrecht auch stattfindet. Also ein Verweis ist ja noch keine Entlassung, sondern erstmal nur ein deutlicher Denkzettel, und er soll mal in eine andere Abteilung umgesetzt werden. Das sagt Zvetajev. Ich gebe das zu bedenken. Ja? Also er vertritt eigentlich eine Mittelposition. Er soll nicht entlassen werden und er soll auch nicht einfach weiterarbeiten. Also die Mitte ist, er kriegt einen Verweis, wird umgesetzt. Ja, und jetzt kommt Pawel, unser Held, jetzt kommt der Held und sagt, so geht das nicht. Ich möchte gehört werden. Wo findet das statt? Zitat, ein großer Tisch mit rotem Tuch bedeckt, und einige von den Jungen aus der Tischlerei haben das selber angefertigt, lange Bänke und die Schemel. An den Wänden hängen die Bilder führender Genossen und hinter dem Tisch über die ganze Wand die Fahne des Jugendkollektivs. Also das ist der Ort, wo bestritten wird. Der sonst so ruhige und schweigsame Kotschagin hatte diesmal leidenschaftlich und scharf gesprochen. Zvetajev sah den Monteur, also Pawel ist natürlich auch Monteur gewesen, zum ersten Mal in seiner wirklichen Gestalt. Er verstand, dass Pawel recht hatte, dass er recht hatte mit seinem Einwurf, dass das ganze, dieses ganze Kollektiv, die ganzen Komsomolzen in Verruf geraten, wenn der also weiter da arbeiten darf. Weil er sagt, es ist eine Haltung, die da ein Problem ist. Es ist nicht ein einzelner Bohrer, der kaputt gegangen ist, sondern er hat also Zahlen zusammengetragen, dass die unpünktlich sind, dass die die Arbeit nicht richtig machen, zu lange in die Pause gehen, dass denen egal ist, was mit dem Material passiert. Und dieser eine ist nur ein Beispiel für ein Misstun in dieser ganzen Abteilung. Und er hat eben wirklich aufgeschrieben, er hat Zahlen zusammengetragen. So, als er das hört, als der Zvetajev diese Zahlen hört und überhaupt ihn so scharf sieht, da erlebt er diese scharfe Kritik am allgemeinen Zustand der Organisation als eine Untergrabung seiner Autorität und nahm sich vor, mit Pawel mal gründlich abzurechnen. Er begann seine Widerlegung mit der unverblümten Anschuldigung, dass Kotschagin dem Menschewik Schodorow, das ist der Betriebsleiter, dass er den verteidigt. Und das ist natürlich zu dieser Zeit ein übler Vorwurf. Also wenn man sagt, du machst gemeinsame Sache mit dem politischen Feind, ja, also gemeinsame Sache mit dem Klassenfeind, dann ist das natürlich eigentlich ein Totschlagsargument, würde man sagen. So. Und dann will er den eigentlich, nachdem er ihn angehört hat, die Zelle hat also Pawel angehört, will sie ihn ausschließen, weil sie sagen, du gehörst ja nicht zu unserer Parteiorganisation, du gehörst nicht zu dieser Gruppe, die entscheidet, und will ihn ausschließen. Und da beginnt er, steht hier im Roman, ein Fehler, er verstieß gegen die Demokratie, also der Zvetajev, und sagt vor der entscheidenden Abstimmung, fordere ich dich auf, das Zimmer zu verlassen. Und Pawel sagt, na gut, ich gehe raus. Ehre macht dir das nicht, Zvetajev. Bevor ich gehe, mache ich dich nur auf eins aufmerksam, dass ich, falls du deinen Standpunkt noch durchsetzen solltest, morgen in der allgemeinen Versammlung auftreten werde. Dort wirst du, ich bin fest davon überzeugt, keine Mehrheit bekommen. Du hast nämlich Unrecht, Zvetajev. Ich denke, Genosse Tschormutow, das ist der Abteilungsleiter, dass du diese Frage noch vor der allgemeinen Versammlung auf der Parteiversammlung behandeln lassen musst. Zvetajev rief ihm herausfordernd zu, willst du mich erschrecken? Ich weiß auch ohne dich, was ich zu tun habe. Wir werden dort auch über dich sprechen. Wenn du selbst nicht arbeitest, so hindere wenigstens nicht andere daran. So, die Sache ist ziemlich eskaliert, also er ist eigentlich ausgeschlossen worden von weiteren Verhandlungen, und beide bedrohen sich damit, sich gegenseitig quasi vor der größeren Parteiorganisation sich madig zu machen, und sie ringen natürlich eigentlich darum, wird er jetzt ausgeschlossen oder nicht,
Beziehungsweise er sagt ja eigentlich nur Verweis und Pavel sagt, muss ausgeschlossen werden, aber sie hören ja raus, es ist jetzt ein persönlicher Streit zwischen den beiden geworden. So, und wer kann sich jetzt, bevor das Ganze vor eine größere Gruppe geht, einmischen? Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob Sie den Roman noch so halbwegs im Kopf haben, aber vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass es einen baltischen Matrosen gab, der taucht am Anfang auf und immer mal wieder im Roman, Fjodor Schukrai, um dessen Nase, ich zitiere aus dem Roman, so mancher Seesturm gepfiffen hatte und der seit 1915 Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, der Bolschewiki, war. Zeigt dem jungen Heizer nun die unerbittliche Wahrheit des Lebens. Der zeigt ihm auch, wie man kämpft am Anfang des Romans. Und jetzt sagt er, ja, Pawka, als Junge war ich auch so einer wie du, sagte er. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Kräften. Wir hatten ein Hungerleiderleben. Und wenn man sich da die satten, fein herausgeputzten Herrensöhnchen anschaute, packte einen die Wut. So manches Mal habe ich sie erbarmungslos zusammengehauen, aber dabei kam nichts heraus. Außer einer ordentlichen Tracht Prügel von meinem Vater. Wenn man sich als Einzelner herumschlägt, kann man das Leben nicht ändern. Also er bringt ihm das Kämpfen bei, aber er sagt ihm auch, also kämpfe nicht zu viel, weil es bringt letztendlich nicht weiter. Den nehme ich mir jetzt und denke, okay, der kann die beiden vielleicht versöhnen. Die sind beide jünger als er, er ist der Ältere. Also ihn schicke ich jetzt also in die Mediation. Schukrai, der Parteisekretär schickt mich. Er macht sich große Sorgen um das Jugendkomitee, wenn ihr weiter in dieser Form streitet. Ich bin Vermittler und kein Richter, ich treffe keine Entscheidung. Seid ihr einverstanden mit einem Gespräch? Beide nicken. Schukrai, ich sehe große Gemeinsamkeiten zwischen euch beiden. Ihr brennt für die Partei und habt beide auf eure Weise viel für sie getan. Und ihr seid beide noch jung. Was ärgert euch aneinander? Zvetajew, er steht von den Toten auf und mischt sich sofort in alles ein. Wegen ihm haben wir einen hoffnungsvollen Zellenleiter in der Betriebsstätte entlassen. Oder wollen den entlassen, sollen den. Pavel, ach, darum ging es doch gar nicht. Die Arbeit und das Ansehen der Jugendleitung stand auf dem Spiel. Durch mein Eingreifen konnte das gerettet werden. Ich habe dir doch schon öfter geholfen, das hast du gar nicht gemerkt. Schukrai, stopp. Ich höre von dir, zu Zvetajew gewandt, dass du gerne die Parteiregeln einhältst und nach einem geordneten Verfahren, in dem auch Pavel gehört worden war, dem Arbeiter und Zellenmitglied Kostja noch eine Chance gegeben hättest. Zvetajew, genau, er hat alles durcheinander gebracht, also dieser Pavel. Und wie stehe ich jetzt da? Ich bin vor allem in der Abteilungsjugendzelle gedemütigt worden. Schukrai, das heißt, dein Ruf ist dir wichtig und dein Gestaltungsraum innerhalb der Jugendzelle. Du siehst beides geschädigt und bedroht. Pavel, ach, er soll sich nicht so haben mit seinen formalen Regeln. Er hat mich einfach aus der Sitzung ausgeschlossen, um in einem letzten Versuch meine berechtigte Kritik am Großen und Ganzen zu unterdrücken. Es ist ihm nicht gelungen und ich bin stolz darauf. Ich habe persönlich nichts gegen ihn. Ich biete sogar meine Freundschaft an. Schukrai, du hast den Streit nicht persönlich gemeint, sondern dir ging es um den Ruf der Komsomolzen und die Weiterentwicklung der Arbeit? Pavel, ja, ich wollte mit ihm zusammenarbeiten. Letztlich ergänzen wir uns gut. Ich wollte ja gar nicht nur in der Jugendleitung arbeiten. Außerdem macht mir die Arbeit in der Betriebsstätte Spaß. Aber wenn ich sehe, dass der Schlendrian und die Verantwortungslosigkeit die Oberhand gewinnt, mische ich mich ein. Schukrai, euch beiden ist die Partei wichtig und ihr wollt beide euren Gestaltungsspielraum in der Jugendleitung haben. Beide nicken. Schukrai, wie kann das also gelingen? Zvetajew, er soll seine Kraft konzentrieren und nicht überall seine Nase reinstecken. Soll er die Agitations- und Bildungsarbeit übernehmen? Hab ja gesehen, wozu er fähig ist, aber Bezirksjugendsekretär bleibe ich. Hätte er ja gleich haben können. Pavel, ja, das habe ich auch schon überlegt und doch müssen wir zusammenarbeiten im Komitee. Wichtig ist mir, sich regelmäßig zu besprechen. Schukrai, wie könnte das aussehen? Pavel, wir schmieden etwas zusammen. Oder singen ein Lied zusammen? Nein, im Ernst. Wir rauchen eine Zigarette vor den Sitzungen und besprechen das Wichtigste. Ich will ihm nichts wegnehmen, nur dieses Misstrauen, das ertrage ich nicht. Zvetajew, ja, ich bin einverstanden. Wenn du nur nicht Produktivitätszahlen hinter meinem Rücken zusammenträgst und die Komsomolzen vor dem Parteisekretär beschimpfst und behauptest, für die Kapitalisten ist bessere Arbeit geleistet worden. Schukrai zu Zvetajew, ich höre, das hat dein Vertrauen untergraben. Schukrai zu Pavel, wie stehst du zu diesem Vorwurf, Pavel? Pavel, ja, er hat recht. Doch diese Zahlen habe ich erst genannt, nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass er den großen Zusammenhang, die Haltung der jungen Arbeiter, nicht erkannt hatte. Ich wollte ihn aufrütteln.
Shukra, der Effekt war dann auch noch ein anderer. Aufgerüttelt hast du ihn und alle anderen, aber er hat die Kritik auch an sich gerichtet gefühlt. Pavel, ja, das ist mir jetzt klarer, das konnte ich mir nicht vorstellen, weil er ja selbst nicht im Betrieb arbeitet. Shukra, ich fasse zusammen. Ihr seid damit einverstanden, nebeneinander im Bezirkskomitee des Jugendverbandes zu arbeiten. Zvetajew als Sekretär und Pavel als Bildungsleiter. Und ihr sprecht miteinander vor den Sitzungen über die Strategien euch ab und versucht, Meinungsverschiedenheiten nicht persönlich zu nehmen. Beide nicken. Shukra, und wie wollt ihr jetzt verfahren? Zum Ausschluss gesucht ist Kostja Fedin. Zvetajew. Ich unterstütze den Ausschluss des Kostja, wenn Pavel meine bisherige Arbeit würdigt und die Zahlen dem Komitee in meinem Auftrag vorlegt, damit meine Ehre gewahrt bleibt. Die Zahlen sind eine gute Idee. Pavel, meinetwegen, mir geht es um die Sache und nicht um Personen. Zvetajew, ich möchte noch mal betonen, dass das ein geheimes Gespräch war. Shukrai und Pavel nicken, alle geben sich die Hand und rauchen eine Zigarette. Shukrai verabschiedet sich. Ihr seid verantwortungsvolle Komsomolzen. Eine gute Sitzung morgen. Ja, so schön ist das nicht im System gewesen. Ich möchte, wenn ihr Geduld habt, möchte ich euch noch vorlesen, wie es dann weiterging. Also das Schlimme war, der ist richtig gedemütigt worden, der Zvetajew, durch einen älteren Arbeiter, also dann von der Hauptpartei, nicht der Jugendorganisation. Und er ist richtig in die Enge getrieben worden, also steht auch so im Roman, er kapitulierte und musste seinen Fehler halbwegs zugeben. Also es war so eine richtige, also ich stelle mir das so inquisitorisch vor. Kostja wurde aus dem Jugendverband ausgeschlossen, also der den Fehler gemacht hat. Und in das Komsomol-Komitee wurde ein neuer Leiter für Agitations- und Bildungsarbeit gewählt, Kotschagin. So, und nach diesem Ergebnis vor dieser großen Sitzung, also es ist ein Riesenrahmen gewesen, nach dieser Versammlung wartete, und jetzt kommt Zitat aus dem Buch, wartete Kortschagin auf der Straße auf Zvetajew. Gehen wir zusammen. Wir haben manches miteinander zu besprechen, sagte Pavel. Worum handelt es sich, fragte Zvetajew dumpf. Pavel fasste ihn unter und ging einige Schritte mit ihm. Vor einer Bank machte er Halt. Setzen wir uns ein wenig, sagte Pavel und nahm als erster Platz. Zvetajews Zigarette glühte einige Male auf und erlosch wieder. Sag mal, Zvetajew, was hast du eigentlich gegen mich? Es folgten einige Minuten Schweigen. Ach, darüber willst du reden und ich dachte, du willst mit mir über die Arbeit sprechen, sagte Zvetajew etwas unruhig mit gekünsteltem Erstaunen in der Stimme. Pavel legte Zvetajew fest die Hand aufs Knie. Lass doch diesen Ton, Dimka, so spielen sich doch nur Diplomaten auf. Sag mir ganz offen, was habe ich dir getan? Zvetajew rückte nervös hin und her. Was willst du eigentlich von mir? Was soll ich gegen dich haben? Ich habe dir ja selbst vorgeschlagen, zusammenzuarbeiten. Du hast das abgelehnt und jetzt sieht es so aus, als hätte ich dich verdrängen wollen. Pavel spürte in Zvetajews Stimme Unaufrichtigkeit und ohne seine Hand vom Knie des anderen zu nehmen, sagte er erregt, du willst mir nicht antworten, dann werde ich es für dich tun. Du glaubst, dass ich dir im Wege bin? Glaubst, ich träumte davon, Komsomol-Sekretär zu werden? Würde das nicht zutreffen, dann wären diese Streitereien wegen Kostja nicht gewesen. Aber solches Misstrauen hemmt doch die ganze Arbeit. Würde das nur uns beide betreffen, dann wäre es ja nicht wichtig. Soll jeder von uns denken, was er will. Wir werden aber schon morgen gemeinsam arbeiten müssen. Wie soll das aussehen? Also hör zu. Hier gibt es nichts zu streiten. Beide sind wir Arbeiterjungen. Wenn dir unsere Sache über alles geht, so gibst du mir jetzt deine Hand. Und ab morgen arbeiten wir kameradschaftlich zusammen. Wenn du dir jedoch diesen ganzen Mist nicht sofort aus dem Kopf schlägst und herumstenkerst, dann werden wir wegen jeder Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, hart aneinander rennen. Hier hast du meine Hand, schlag ein, solange sie noch die Hand eines Freundes ist. Mit großer Genugtuung spürte Kortschagin die knochigen Finger Zvetajews in seiner Hand. Ja, diese Passage hat mich eigentlich überhaupt aufmerksam gemacht auf den Streit. Weil ich dachte, oh, das ist ja, also der ist unterlegen, da spricht ein Sieger zu einem Besiegten und ja, er zwingt eigentlich seinen Waffenstillstand. Und interessant ist, dass im Roman selber noch zwei weitere Passagen kommen, wo die streiten und der Zvetajew ist immer der Unterlegene und der wird auch schlecht dargestellt. Und ich finde, er hat eigentlich bei dem Ursprungsstreit ja eigentlich eine Vermittlerrolle gehabt. Also er hat eigentlich vermitteln wollen. Er wollte eigentlich weder entlassen noch den da behalten, sondern wollte ihn nur umsetzen. Also so, wenn man ja zwischen den Zeilen liest und wenn man es ein bisschen gegen den Strich liest, ist er nicht der absolut schlechte Mensch. Ja? Also
es ist nicht so ganz schwarz-weiß, der eine hält und der ist für die Sache und der andere, der irgendwie das alles falsch macht. Er ist ein Funktionär, ja, er arbeitet nicht mehr im Betrieb, aber er hat durchaus auch was bewirkt und macht sich seine Gedanken. Und insofern ist diese letzte Passage, wo er ihn auch bedroht, solange das noch die Hand eines Freundes ist, das ist ja schon auch eine heftige Drohung, ist schon ein sehr starker Druck, unter dem er da diese Einigung, diese auf der Oberfläche Einigung erwirkt. Ja, aber ich bin gespannt, wie Sie das, wie Sie das gehört haben. Ja, also zumindest sich dunkel vielleicht erinnern an den ganzen Roman. Ich fand es erstmal spannend. Ich weiß auch nochmal so eine politische Dimension. Ja. Ich hatte gleich so überlegt, wie man so Dr. Spargo mal weiter könnte. Genau, das wäre jetzt immer der nächste Plan, ein bisschen dicker, aber. Ja, ich meine, es geht auch um Politik, natürlich. Es ist immer ein Publikum da. Selbst die Zellen hatten ja mindestens 10 Leute, die da verhandelt haben. Also es ist, es geht nie nur um Personen, aber Personen streiten, das ist ja sonst auch so. Das haben wir ja heute auch, das sind ja andere Aspekte, wenn es die Unternehmenspolitik ist. Ne? Ja, genau. Ja, wer erinnert sich noch an Pavel Kotschagi? Ja. Weil das ziemlich weit weg ist. Ja. Und ich muss auch, wenn ich dann solche Bücher mal wieder einnehme und lese, das liest sich nicht mehr so Gefühl. Das ist einfach, da ist so viel Zeit dazwischen. Das Art zu schreiben ist auch nicht mehr die Art, wie heute geschrieben wird. Nee. Und es ist ja schön, wie sie das da dann so einbauen, auch diese Art, wie damals geschrieben wurde. Mhm. Ja. Mochten Sie es denn damals, als Sie es gelesen haben? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Muss ich alles sagen, so richtig. Das ist ziemlich weit weg. Aber andere Bücher habe ich gelesen und die sind noch eher darum. Und das hatte ich auch mal was im U-Boot vorher gelesen und dann habe ich mir das Buch mal jetzt wieder gegriffen. Ich habe das Ganze gar nicht mehr gelesen. 20 Seiten dann und dann ist es überlegt. Das fand ich dann ein sehr interessantes Buch. Aber heute habe ich das nicht mehr lesen. Ja, man muss es historisch lesen natürlich, ne? Man muss den Rahmen sich klar machen und also ich habe auch wirklich eine Menge recherchiert. Ich habe das ja als Wessi habe ich das ja nicht so mit der Schulbildung eingesogen. Die ganze Geschichte der Sowjetunion war ja im Westen keine Schulbildung und insofern ist es also ich habe zwar im Germanistikstudium mich mit DDR-Literatur befasst, aber diese Zeit und auch vor allen Dingen die Art, also der Stil, in dem das geschrieben wird, der ist ja doch durchdrungen von, da gibt es diesen einen Held, er ist nachher ein gebrechlich und er stirbt, aber vorher hat er sein ganzes Leben in den Dienst der Befreiung der Menschen, also das Hauptzitat, was immer zitiert wird, ist ja, dass man alles tun muss in seinem Leben, damit die Menschheit befreit wird. Ne? Das ist so der große Impetus. Und ich meine, trotzdem finde ich, das Buch ist differenzierter geschrieben. Bloß die Frage ist, ob das in der Schule dann Thema war. Ne? Also gerade die letzte Phase oder gerade solche Streitigkeiten, wie die gelöst wurden. Das ist ja nicht demokratisch. Das wissen wir ja auch aus der Geschichte, dass es nicht demokratisch war. Aber vielleicht haben sie am Anfang der Parteigründung noch mehr um Demokratie gerungen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also wer darf sprechen, wie wird entschieden? Ja, wir würden ja auch immer sagen, die Gruppe, also eine geschlossene Gruppe, ne, die sagen, wir treffen Entscheidungen und dann kommt einer dazu und will was sagen, okay, dann wird der noch gehört. Aber die Entscheidung treffen doch die vorher in der Funktion sind. Würden wir das heute anders machen? Wahrscheinlich nicht. Also das, würde ich sagen, spricht ja nicht gegen seinen Widersacher, dass er darauf beharrt, dass die Menschen, die diesen Posten haben, auch entscheiden. Das wäre ja nicht undemokratisch, aber der Vorwurf steht im Raum, dass das undemokratisch ist, ihn auszuschließen. Ne? Also das Demokratieverständnis ist auch nochmal vielleicht zu der Zeit ein anderes gewesen, weiß ich nicht. Historiker sind nicht unter uns. Nein. Also ich glaube, das ist sehr unterhaltsam, weil, wie Sie das auch aufbereitet haben. Man muss sich natürlich bei solchen solcher Literatur, die nun wirklich in der Zeit spielt, wo ja auch ganz andere Rahmenbedingungen dazu geführt haben, dass solche Werke entstanden sind, solche Bücher. Ich glaube, dann muss man auch schauen, dass man dann
kann man auch nicht tiefere Sinne jetzt im Zuge der Mediation da reinlegen. So nach dem Motto, das hätte man doch hier so lösen können. In der Zeit hätte man das bestimmt nicht so lösen können. Ne? Da gab es eben Schwarz-Weiß. Ne? So, entweder das ist die Linie, oder ist das so. Oder die wird dann erst festgelegt. Die Linie. Ja, na klar, dann muss man festlegen, ob die dann nur oder die Mufti festgelegt worden ist oder demokratisch festgelegt worden ist. Ich meine, wir haben ja heute auch eine Zeit, da kann man stundenlang diskutieren, ob das Gesetz nun eingehalten ist oder nicht eingehalten ist. Ne? Also, da kann man sich durchklagen, dauert Jahre, ehe ich weiß, was gestimmt hat. Das war ja nicht die Zeit. Ja, das war ja nicht die Zeit. Auch historisch gesehen war das auch nicht die Gesellschaft, die das vielleicht so brauchte. Weiß ich jetzt nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen finde ich das sehr unterhaltsam, das auch exemplarisch, dann mal zu sehen, ja Mensch, das hätte man so lösen müssen. Mhm. Ja, aber im Kontext von Unternehmen, die so ein bisschen eher aus der Wirtschaft kommen unter uns, naja, wenn der fliegt da raus und das sagt dann, der fliegt raus. Na ja klar, da gehe ich doch nicht hin und sage, na mein guter, so, ne? Wenn der Chef sagt, der geht, dann geht der. Ja, Punkt. Heute gibt es keine Partei, die sagt, die Kultur dann macht der Chef das in Personalunion. Ne? So, und da ist das gegessen und ist in Ordnung. Das sage ich jetzt einfach mal, natürlich kann der dann klagen und kann machen und kann tun und wieder rein. Aber zunächst muss erstmal jemand eine Entscheidung treffen. Mhm. Also insofern, wie gesagt, unter historischen Gesichtspunkten muss man eben schauen, ne? Aber unterhaltsam in jedem Fall. Okay, danke. Also ich weiß ja nicht, ob hier jemand ist, der auf der Grenze zwischen Verwaltung und Politik mal Mediation gemacht hat, aber ich finde, es ist eines der schwierigsten Felder, weil natürlich vor diesem Publikum auch immer andere Sachen gesagt werden, als die der Sache dienen. Ja? Weil da geht es auch immer um Darstellung der Person. Und das spielt hier, glaube ich, auch eine Rolle. Also ohne das jetzt zu aufzuladen mit zu viel Bedeutung, aber ich glaube, in diesem Konflikt wird deutlich, dass es auch um die Ehre vor den anderen geht. Deswegen habe ich mir ja auch ausgedacht, ne, dass er die Zahlen in seinem Namen nennt. Ich glaube schon, dass das sogar in anderen Feldern auch noch eine größere Rolle spielt. Also Unternehmen, Wirtschaftsmediation. In der Politik war es mir nur noch ganz deutlich, weil die da gesagt haben, ja, also ich streite doch, das war ein kommunalpolitischer Fall, ich streite doch natürlich vor der Bezirksverordnetenversammlung anders als hier im Fachgremium, im Fachausschuss. Und da benutze ich auch andere Waffen. Also es wurde richtig gesagt, Waffen. Und das ist natürlich dann anders zu vermitteln. Also da muss man dann auch andere Strategien entwickeln. Aber das ist jetzt die Mediatorensicht. Im Prinzip habe ich das als Germanistin habe ich das mit großem Vergnügen gelesen, weil ich dachte, ja, das ist wirklich eine andere Zeit, es wird wirklich, die Figuren werden auch anders aufgebaut. Und ich war ganz froh, man kann es online lesen, man kann auch Suchbegriffe eingeben, dann hat man schön auch die ganzen Beschreibungen der Personen schnell zusammen. Also das ist einfach sehr stark schwarz-weiß und trotzdem kann man was anderes finden. Ich fand das auch ganz charmant, wie sie die 100 Jahre überbrückt haben. Und sicher, so der Zeit bist du nicht für mich, bist du wenig mein Feind, also so dieses Schwarz-Weiß oder was hier. Ich hatte gestern eine Lesung, da war der Soziologe der Gute. Mhm. Er hat über Stimmungen gesprochen und hat zum Anlass genommen, diese Stimmungen aufbauen. Ja. Und im Prinzip, wie sind ja dieser Polarisierung zugeordnet werden, dann so massiv werden, ja. Wie so ein Schneemann, der dann läuft. Das ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist jetzt halt hineingebracht, zu den Gegnern und anderen Beziehungen hergestellt. Insofern ist es nicht einfach nur zum Charme 100 Jahre zurückzuschauen, sondern hochaktuell. Ja, ich denke auch. Und da muss ich sagen, ja klar, der Publisher Gabriel Kochabi, vom Titel her, hatte was Faszinierendes, weil es so einseitig war, wie der als Wetter verbraucht hat. Springe ich jetzt auf diese Stimmung zurück, was der Gute da angesprochen hat, soziologisch, da muss es jetzt wieder arg bedenklich stimmen, dass es fast in so eine Zeit hineintrifft, wo Schwarz-Weiß wieder geliefert und in passender Weise abgearbeitet wird. Ja. Insofern richtig, war mein Einspruch nur, es ist also nicht nur eine interessante Retrospektive, dass man mal so zurückschaut. Hast du ja gelesen, hat ja irgendwie ein Spannungsbuch gehabt, sondern eigentlich auch eine sehr aktuelle Auflage.
Ja, stimmt, zumal wenn man Parteien auch so versteht, als dass die unverrückbar sind und dass eine Parteilinie intern abgestimmt wird und dann nach außen in Grauzonen nicht mehr sichtbar werden. Oder wenn wir jetzt Parteien angucken, wir reden ja sogar innerhalb von Parteien, von linkem und rechtem Flügel. Ne? Also da wird ja auch nicht gesagt, wir haben ein Kontinuum an Meinungen und manche verorten sich mehr da und manche, so würden ja eher Mediatoren sprechen, aber die Presse, die Öffentlichkeit, der Parteiduktus ist ja immer in Lagern zu sprechen. Und ich denke, Sie haben recht. Also wenn man jetzt guckt, welche Lager gegeneinander kämpfen, jetzt bezogen auf die Flüchtlingskrise oder was auch immer, dann haben wir ganz scharfes Schwarz-Weiß-Denken und auch Beschreibung. Das ist auch verstärkt. Das hat so eine, das ist kaum ein bisschen zurückzutreten. Ja. Das hat ja auch so eine Stimmungsanalyse gebracht und alles auch so ein bisschen verhaltenspsychologisch übersetzt, aber ganz deutlich kann man aus, es ist mehr als nur so polarisieren, das kann man relativ schnell machen, viel mitnehmen, viel auch Angst, also viel Gefühl aufbauen und dann aber in so eine diffuse Ebene hineinbringen, dann ist es, bist du für mich, bist du mein Freund, bist du gegen mich und so, genau. Das baut sich dann so ein Sprachjahr gleich drauf. Ja, insofern haben Sie recht. Es ist sehr aktuell und ich glaube, es ist eine große Herausforderung für die, die in dem Feld arbeiten, diese Grauzonen auch erstmal von den Fakten wiederherzustellen. Also das Gleiche gilt ja für den IS, sich zu befassen mit den Ländern, wo der wirkt, wie ist es dazu gekommen. Also ich habe da neulich auch eine Studie zugelesen. Das ist richtig, richtig viel Arbeit und man muss viele interne Kenntnisse haben, um überhaupt dieses Dazwischen beschreiben zu können oder eine Genese dieser Unterstützung für den IS. Ne? Das ist keine einfache Sache. Und ich glaube, alle, die politische Mediation machen oder die in diesen Feldern, auch im Inland, sich aufhalten, brauchen starke Nerven und viel Geduld, weil das ist eben mal nicht von heute auf morgen durch eine Mediation zu machen. Ne? Das sind richtig lange Prozesse. Ja, das war auch sein Plädoyer, so die Mitte hinein, das kannst du einfach dort genau. Nicht das Feld überlassen. Ja. Also nicht so ein Vakuum dann zulassen und rausgehen, sondern dein Eingang. Absolut. Ist eine mediatorische Arbeit. Ich meine, was machen alle, die hier Mediatoren sind, was machen wir? Wir versuchen das dazwischen sichtbar zu machen, ne? Mit all ihrer Entstehungsgeschichte und daraus Lösungen zu generieren. Also, oder dass die Möglichkeit besteht, dass Lösungen generiert werden. Also insofern, ja, stimme ich Ihnen zu, ist aktuell. Und eben diese, was mich jetzt so mitgenommen hat, als Sie am Anfang sagten, Paolo Conchagi, dachte ich, oh ja, super, hat mich geprägt, fand ich toll. Und als Sie dann wirklich angefangen haben, das Buch zu lesen, dachte ich, oh, das geht ja gar nicht. Weil man hat sich wirklich verändert. Man war 14, als man das gelesen hat, das war damals einfach dran und es war auch so der Wille, was in uns bewegt werden sollte, hat meinetwegen funktioniert. Aber ein paar Jahre später, in der jetzigen Situation, denkst du, so willst du gar nicht mehr, dass mit dir umgegangen wird. Du willst gar nicht mehr von oben hören, was richtig und was falsch ist. Du hast irgendwie dann doch eine eigene Meinung. Und das finde ich so schön, dass es da auch nochmal hingeht. Auch der Mediator macht ja, dass der eine den anderen versteht, dass der eine und der andere zu Wort kommt. Und dass jeder so seins sagen kann. Das fand ich jetzt für mich nochmal sehr schön zu sehen. Dass die mich das zwar vielleicht geprägt hat, dass man so ein bisschen, ach ja, toll, aber Kontakt, nee, bin doch nicht mehr. Also das hat mich jetzt sehr berührt, als sie, was das jetzt in mir ausgelöst hat, dieses Wechsel. Heute kannst du vielleicht nicht mehr so mit den Leuten sprechen. Vielleicht. Zumindest fühlt sich nicht gut an. Ja, zumindest wenn man mehr weiß, ne? Wenn man mehr weiß über Konfliktentstehung und sich das dann vorstellen kann und ja auch lesen kann, wie die Geschichten, also in der Fantasie des Autors und ich meine, wenn er biografisch geschrieben hat, der hat ja bestimmt auch Parteiabstrafung erlebt oder Grenzen, die Partei gesetzt hat. Ich meine, im Roman wird er von der Partei unheimlich gefördert und er darf studieren und darf noch auf dem Sterbebett, darf er noch einen Diskussionszirkel leiten, so ungefähr, ja, bloß weiter, damit er weiter für die Partei arbeiten kann und dieses Ganze sich aufopfern. Also ich finde, die große Botschaft, wenn man es heute liest, wenn man es gegen den Strich liest, die große Botschaft ist, opfert euch nicht auf, opfert euch nicht zugunsten einer hehren Sache auf, sondern guckt immer, wo eure Grenzen sind und vor allen Dingen, also körperliche und psychische Grenzen,
Also wenn man es heute liest, dann kann man sagen, es ist auch dazu eine Aufforderung. Also ich bin wirklich fast neidisch auf alle, die das im Schulunterricht diskutieren wollten. Wenn sie eine Deutschlehrerin hatten, die diskutieren konnte oder die sich das erlaubt hat. Ja. Es gab ja auch viele, die gar nicht diskutieren ließen, oder es gab dann nur eine Interpretationsrichtung. Das war ja sehr unterschiedlich, also je nachdem. Aber es müssen unendlich viele Aufsätze in den Archiven lagern oder schon verbrannt oder weggeschmissen worden sein. Also ich meine, jede achte Klasse, ich kann nicht gut rechnen, aber wie viele achte Klassen müssen das sein, ja, die dazu gearbeitet haben? Unendlich viele. Und die haben sich ja auch mit irgendwas auseinandersetzen. Eine Fragestellung muss es für eine Arbeit ja auch gegeben haben. Und das würde mich schon interessieren. Also ich gehe auf die Suche nach den Deutschlehrern aus der Zeit. Vielleicht nehmen wir das mal so als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank.